Hallo zusammen, wir sind wieder in Hanau, Dalu und ich. Wir machen heute eine weitere Pokémon-Box für euch auf. Wir sind hier mit ungefähr 15 Leuten, die hier heute auch Packs gekauft haben. Ich hoffe, ihr hört uns gut. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie wir. Vor einem Monat waren wir hier und haben First Edition Base Set aufgemacht, Deutsch. Heute machen wir mit den englischen Boxen weiter und heute haben wir eine der dicksten, die wir überhaupt aufmachen können. Und die sieht unglaublich gut aus. Dalu hat gerade schon gesagt, sollen wir die überhaupt aufmachen? Oder schicken wir die Leute jetzt wieder nach Hause? Aber keine Sorge, wir machen die auf. Vielleicht können wir die einmal zeigen. Schaut mal, was hier heute aufgeht. First Edition Neo Destiny. Und guckt euch mal die Box an, wie geil die ist. Also die ist wirklich brandneu. Die kam frisch aus dem Case raus. Wir haben gerade zwei Löcher entdeckt. Da. Sieht man nicht. Doch. Da und hier. Ah, das gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Die sind halt ein paar Jährchen alt, aber es tut natürlich auch wieder ein bisschen weh, diese Box aufzumachen. Aber wir haben unglaubliche Karten hier heute wieder drin. Wir haben Shining-Karten, die wir ziehen können. Wir haben uns gerade hier nochmal beraten. Zwischen 1 und 3 Shining-Karten haben wir hier hoffentlich in dieser Booster-Box. Und wir haben beim Pokeref mal ein Error-Display gehabt. War das denn auch Neo Destiny? Aber es war Unlimited Neo Destiny, da waren ganz viele Shining-Karten drin. Und ja, ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeregter als beim Base-Set, weil beim Base-Set hatten wir schon welche aufgemacht. Ich weiß, wie sich es anfühlt. Ich habe noch nie sowas hier aufgemacht. Ja, die Booster-Öffnung wird wieder das Interessanteste sein. Da müssen wir wieder schauen, dass wir gut aufpassen. Sound ist nicht ganz so geil. Du hast bevor gar nicht ins Mikro geredet. Ich glaube, du hast gerade zur Seite geredet. Ach so, weil ich weggeredet habe. Okay, ja. Dann muss ich drauf achten. Wenn irgendwas nicht passt, schreib's direkt, weil jetzt können wir die Sachen noch anpassen. Und dann, ja. Wollen wir in der Zeit aber schon mal gucken, wer dabei ist. Genau, wir haben natürlich jeweils auch ein Pack, Dalu und ich. Aber die 34 anderen Packs gehen an euch. Und wir zeigen euch jetzt jeden, der dabei ist. Ihr landet dann wieder in dem kleinen Pokéball hier. Wir werden die Packs mischen und dann aus dem Lostopf immer einen Namen ziehen. Also nicht in der Reihenfolge, wie die Packs jetzt gekauft wurden, sondern der Zufall entscheidet da wieder. Wollen wir es abwechselnd machen? Wir nehmen immer einen runter. Ich nehme einfach auch immer einen und dann packen wir die da rein. Werden die eh nochmal vorgelesen, wenn sie wieder rauskommen. Genau. Dann fang du mal an. Ich habe den Almdudler. Ja, der war letztes Mal schon dabei. Ja. Dann haben wir Shipping Young und Bällchen 2507. Also zweimal. Ja. Oh, den kenne ich. Mit Dalu-Card. Ich hoffe, du kriegst nicht wieder das allererste Pack. Dann haben wir Roxa 197. Die Facecam ist ein bisschen off-center. Ja, vielleicht können wir die noch ein bisschen zu Dalu packen. Oder ich rutsche ein bisschen zurück. Aber dann sehe ich den Chat nicht. Ich muss ja so ein bisschen... Cookie MP3. War letztes Mal auch dabei, oder? Ist Cookie MP3 hier? Nee, aber Cookie MP3 hatten wir letztes Mal auch, ja. Da bin ich mir sicher. Okay, dann haben wir den Sergeant YOLO MC Swag. Den aller echten. Ja, der ist dabei. Da ist er. Ah ja, Cookie MP3 ist im Chat. Der Cookie-Folge von zu Hause. Castro. Letztes Mal auch dabei gewesen. Castro hat das Glurak, stimmt, der war aber nicht hier. Und direkt wieder reingegangen. Letztes Mal das First Edition Base Set Glurak. Kevin H. Dann haben wir die zickende Tide-Bombe. Orochi 3052. Mr. Git 410. Haben wir Marsek 5421. Die haben nicht alle ihren Nicknamen eingereicht, da auch nochmal. Thomas L. ist auch dabei. Was ist dein Nickname? Wir werden natürlich heute auch wieder am Ende, ja, vielleicht heißt er wirklich Thomas L. einfach. Haben wir einen Thomas L.? Also, wir werden natürlich am Ende dieses Unboxings auch wieder revealen, was die nächste Box im Januar ist. Das Datum können wir eigentlich auch schon gleich announcen, wenn wir hiermit durch sind. Ja. Müssen wir ja. Wenn ihr euch dann wieder Packs bestellen solltet, findet ihr auf der Seite der Card Buddies, Ausrufezeichen Card Buddies bei Dalu und mir, unter Event am Ende dieses Unboxings wird da die nächste Box live gehen,
wo ihr dann wieder die neuen Packs bestellen könnt. Wir machen erstmal weiter mit Stefan B. Und wenn ihr da ein Pack bekommt, denkt dran, euren Nicknamen einzutragen, damit wir wissen, wie ihr auf Twitch heißt. Wenn ihr schnell bestellen wollt, könnt ihr nachher auch eine Mail schreiben an die Card Buddies über den Support. André R. Und dann sagen, hallo, ich bin André R. Ich habe ein Pack bestellt. Auf Twitch heiße ich Meister Funhouse zum Beispiel, weil dann wissen wir immer, wer im Chat ist. Oder der Rayo 5280 oder der Ray 05289. Stefan Superschlau ist auch dabei. Ja, wo ist er? Der muss im Chat sein. Bei dir? Ja. Ah, da ist er. Sir Quappo. Matthias N. hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Ja, auch siehst du? Sir Quappo, oder? Hallo, ich bin André R., ich habe ein Pack bestellt. Hype BR7, ja? Leo Kendis. Habe ich gar keins. Ich habe deinen Namen rausgenommen. Chris Motor 91, da läuft schon. Nochmal Dalukart. Hier, das Pack Nummer 2, oder? Lino und Apolimarus. Hast du das gerade schon mal vorgelesen? Ich dachte, den Namen habe ich gerade schon mal gesehen. Aha. Oh, zwei Packs gesnackt. Mr. PG1 war letztes Mal auch dabei. Nicht? Aber den Namen kennt man. Ja, den Namen kenne ich. Hiroyuki Dayo. Fragt, ob noch Booster da sind. War die da? Ist da? Ah. Nee, Booster waren vor einem Monat 20 Minuten weg, nachdem wir die Box announced haben. Also heute am Ende des Openings wird die nächste Box announced. Dann werden die Packs freigegeben auf der Seite der Card Buddies. Und dann wieder First Come, First Served. Marco der Gambler. Oder Marco der Gambler. Oder Marco der Gambler. Marco der. Marco der Gambler. Daniel H. Hilarious. Speed Heinz. Ist Speed Heinz auch wieder da? Ne, heute nicht da. Speed Heinz war derjenige, der letztes Mal das letzte Pack noch besorgt hat. Echt? Ja. Primaximus. Dortex. Maximus müsste auch im Chat sein. Hast du das nochmal gesehen? Ja. Fliehen und Apolimarus mit Pack 2. Und der Gleichmacher. Ja, geil, dann haben wir ja alle. Dann haben wir alle. Da, ne? Du dachte gerade, ich hätte aus dem Augenwinkel nicht gesehen, dass er meinen Namen unter die Matte hier gesteckt hat. Ich habe noch einen. Einen haben wir noch. Oh, wir haben die anders gefalten, sehe ich gerade. Du hast erstmal halb gemacht und dann nochmal und ich habe zweimal halb gemacht. Guck halt nicht hin. Okay, also wir werden gleich hier eure Namen rausziehen und euch dann hier den Packs zuteilen. Wir haben noch eine Info. Jeder, der hier ein Pack hat und auch die Leute vom letzten Mal, kriegen noch eine kleine Überraschung für uns. Das wird jetzt immer so sein. Dan und ich haben nämlich vor knapp 2 Jahren schon Custom-Autogrammkarten gemacht, als wir dieses Format ursprünglich geplant hatten. Und da bekommt ihr jetzt immer bei jeder Bestellung auch eine Karte von Dalu und eine von mir dazu. Sollen wir es übereinander legen? Wir haben jeder eine Trainerkarte. Achso, das ist Energiekarte. Ja, sorry. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Das ist auch falsch. Ach du Scheiße. Da, schau mal. Die werden dann natürlich auch unterschrieben. Jeder hat eine Trainerkarte, eine Energiekarte und ein Pokémon. Also 6 Karten insgesamt. Und da kriegt ihr immer von jedem eine mitgesteckt. Das war mal ganz cool. So sollte das Format ursprünglich mal heißen. Oder wir können es nach wie vor ja auch so nennen, TCG Hideout, wegen Team Rocket Hideout, haben wir uns das gedacht. 2021 sind die Karten gedruckt worden. Ja, so lange war das schon geplant. Genau, das ist meine Trainerkarte. Sehr geil, dann haben wir eine Energiekarte. Das ist ganz lustig eigentlich. Ich habe die Schweineenergie natürlich. Ja, eine Fledermaus drauf. Ich finde, die passen echt gut. Ja. Und dann haben wir noch eine Pokémon-Karte, oder? Was hast du da? Ich habe einen Sipurze. Zeig mal deine, was kann der so? Der kann Fährten lesen. Schau dir die wertvollste Karten deines Gegners an. Oh. Ja, ich bin Trelaxo.
Und ich kann Ravioli slam. Relaxo greift den Gegner an, indem es kalte Ravioli wirft. Ja, also da bekommt jeder, der ein Pack hat, immer random eine mit, sodass er hier theoretisch auch, wenn er Glück habt, irgendwann mal alle sechs habt. Ja, genau, also die Leute, die hier vor Ort sind, die kriegen da auch noch was mit. Und die Leute, die beim letzten Mal beim First Edition Base Set dabei waren, ihr kriegt die nachgeschickt noch. Außerdem haben wir heute auch wieder Giveaways für alle, die zugucken und für die Leute vor Ort. Wir machen hier vor Ort eine Tombola und Dalu und ich dürfen jeweils, dank der Card Buddies, zwei Top-Trainer-Boxen raushauen. Also Dalu 2 und ich 2. Wir machen das wieder so, dass wir eins in der Mitte machen. Also wir machen in der Mitte eine kurze Break. Dann machen wir jeweils eine Verlosung und am Ende des Openings dann auch nochmal. Das können die Mods dann auslosen. Dann natürlich auch nochmal vielen lieben Dank an die Card Buddies, Leute, die hier extra vor Ort noch vorbeikommen. Die können hier natürlich auch was gewinnen. Und schaut gerne mal vorbei bei den Card Buddies. Dalu hat einen Rabattcode, ich habe einen Rabattcode. Ausrufezeichen Card Buddies in den Chat, wenn ihr nicht nur vielleicht gleich eine Chance haben wollt, beim nächsten Mal dabei zu sein mit der nächsten Box, sondern auch alles rund um TCGs bekommt ihr hier. Wie zum Beispiel auch diese wunderschöne 151 Top-Trainer-Box. Müssen wir eigentlich auch nochmal aufmachen. 151. Ich habe noch eine Menge. Ich habe auch noch was. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Bist du bereit? Ja, so ganz noch nicht, aber... Du musst erst noch... Ich muss erst mal hier die... Ich muss erst mal gucken, ob ich diese wunderschöne Box da heile rauskriege. So, warte mal. Letztes Mal ging es ja auch. Das willst du jetzt auch. Ja, letztes Mal ging es, aber Sascha hat mir extra Stumpfmesser heute gegeben. Ja. Warte, wie habe ich das gemacht? Sascha hat gesagt, hier außen rum, ne? Ich muss mal eben. Oh Gott. So ein krasser Zustand wird gerade in den Chat geschrieben. Ja, die Box sieht wirklich krass aus. Oh mein Gott, das ist todescharf. Und das war's mit der Box. Das ist todescharf, das Messer, ja. Also das letzte Mal war stumpf dagegen. Harren, das muss ich jetzt. Oh mein Gott, geht das gut. Ich hoffe, dass die Packs sich auch gut öffnen lassen diesmal. Ja, genau. Also, ihr bekommt natürlich. Letztes Mal haben wir es. Also, ich finde, wir haben es sehr gut gemacht. Oh mein Gott, geht das gut. Ich glaube, ich klaue das Messer. Ihr kriegt natürlich auch die Packs mitgeschickt, wenn ihr hier eine Box habt oder wenn ihr hier ein Pack gekauft habt. Ja, wie ist denn der? Was war die Frage? Ich hab den Kartentrick machen wir wieder off-cam, ja. Ich würde den schon off-cam machen, oder? Damit ihr nicht gespoilert werdet, ja. Sonst wisst ihr es ja direkt. Ich habe hier noch einen Stapel mit Neo Destiny Karten zum Austauschen. So. So, jetzt wieder der Schlimmste, jetzt der eine Moment, wovor ich Angst habe. Oh, ich muss natürlich auch ins Mikro reden, das hat sich natürlich nicht geändert. Ja. Vielleicht können wir das Voice Activation Level von Mikrofon vielleicht ein bisschen runterstellen, dass wenn wir mal zur Seite reden, dass... Okay. So, jetzt der eine Moment, wo es noch schief gehen könnte, ne? Und lauter reden natürlich auch, das kriegen wir schon hin. Also Worst Case machen wir das jetzt auf und wir müssen hier alle wieder nach Hause schicken. Das glaube ich nicht. Und ich gucke in die Röhre, aber die Box, die sah erstmal gut aus. Ja, zur Not machen wir ein bisschen 151 auf. Okay, Dalu, bist du bereit? Ja. Ich hoffe, ihr seid zu Hause auch bereit. Nein. Och, okay, das sieht erstmal gut aus. Boah, sick. Ich weiß nicht. Das sieht doch erstmal gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Wir haben was letztes Mal gemacht, wir haben alle rausgeholt, ne? Wie viele Artworks haben wir denn? Drei oder vier? Ein bisschen. Wir haben die nicht sortiert, wir haben die ein bisschen gemischt. Ich mach mal vier Stapel. Ja, okay. Sag mal im Chat, wenn ich jetzt hier so ein bisschen zur Seite wegrede, hört ihr mich auch noch gut? Wenn ich nicht genau ins Mikrofon rede, hört ihr mich noch? Dalu? Was? Das war Upside Down drin. Ja. Das Pack habe ich nicht umgedreht gerade. Hat einen Stempel, ja. Oh, oh. Das wird ein besonderes Pack. Ist besser jetzt? Okay. Pass auf, ich werde jetzt einmal stürzen, Dalu. Die G.I. Joe Pokémon-Card. Oh, oh. Oh, was haben sie da gemacht?
Na, das ist alles richtig. Das muss so. Ihr habt schon viel zu viel Angst. Okay. Die haben sich bestimmt in der Box gedreht. Ja, ja. Also. Die lagen da schon lange drin. Ist auch unbequem nach 20 Jahren auf einer Seite schlafen immer. Da muss man auch mal. Okay. So, wir mischen natürlich wieder für euch durch ein bisschen. Machst du das? Dann packe ich hier die Box schon mal ein. Ich mache hier ein bisschen. Machen wir mal so. Haben wir beim Pokref schon mal Packs gesehen, die da verkehrt rum drin waren? Ja. Sicher? Ja. Oh. Okay. Ich kann mich da nämlich nicht dran erinnern. Doch. Na komm, das mache ich nachher. Ja, warte. Oh Gott. Okay. So, wir haben ein bisschen durchgemischt. Haben wir die da wieder reingetan eigentlich? Wir hatten die da reingetan, weil die Leute aussuchen konnten, ob links oder rechts. Ja, stimmt. Wir könnten sie aber auch hier reintun. Aber wie machen wir das jetzt mit den Namen von den Leuten, dann tun wir die doch die erstmal kein rein. Nickname haben? Ja. Wenn der Chat wieder trollt. Also ich meine, es bekommt ja jeder Thomas R., der Thomas R. heißt, kriegt ja definitiv sein Pack. Ja, also er bekommt sein Pack, aber er hat dann fehlt vielleicht die Wahl. Letzte Mal hat einer, der was anderes wählen wollte, das bessere Pack bekommen, das Bisa-Floor bekommen. Also er wollte eigentlich ein anderes Pack. Da, manchmal hat man auch ja, Glück. Das ist dann, also da müsst ihr, wenn ihr jetzt beim nächsten Mal reingeht, guckt, dass ihr wirklich euren Nicknamen mit reinschreibt. Weil ansonsten bekommt ihr vielleicht nicht das Pack, was ihr hier aussuchen wollte, links oder rechts. Oder wir lassen die Wahl halt einfach weg. Nee, eigentlich. Wir versuchen es nochmal. Es war jetzt nicht so schlimm letzte Mal. Nee. Also im Optimalfall schreibt ihr immer euren Nickname rein, ja. Weil dann ist eindeutig. Das ist das Wichtigste. Also wenn ihr euer Nickname reinschreibt, können wir garantieren, dass ihr das Pack links oder rechts bekommt. Wenn nicht, dann. Dann müsst ihr schon mal eine Nachricht vorbereiten. Ja. Das hatten ja auch welche gemacht. Okay. So, wir haben Sleeves ready. Ich glaube, die packe ich schon mal aus. Wir werden natürlich, es wird jede Karte gesleeved, es wird jede Karte in Toploader gepackt. Und ich glaube, beim letzten Mal habe ich angefangen zu ziehen. Du hast meinen Namen als erstes gezogen. Ja, und dann hast du aufgemacht. Ja, okay. Oder das, ja. Fang du gerne wieder an. Okay. So, ich hoffe, ihr seid ready zu Hause. Zieh mal meinen Namen. Oh Gott, jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Also hier, von wann ist das Set? 2001? 2000? Steht es hinten drauf? Müsste eigentlich draufstehen, oder? Weiß einer gerade auswendig, wie alt New Destiny ist? 2000 glatt, oder? Hier steht 2002 Nintendo drauf. 2002 wird gerade auch geschrieben. Okay, 2002, 21 Jahre waren die jetzt da drin. Und wir packen sie aus. Und haben sich umgedreht. Und haben sich umgedreht sogar noch. Okay, ich schaue weg. Ich werde wahrscheinlich was rauswürfeln, aber ich will was von ganz unten. Ja, egal, Hauptsache du guckst nicht hin. Man sieht ein bisschen was an deiner Falltechnik. Eins, ne? Ja, ein Zettel reicht, ja. Okay, den habe ich gefallen. Hatte ich dich? Habe ich dich weggefallen? Okay, Person 1. Wer darf zuerst? Mr. PG1. Oder wird Nein geschrien im Hintergrund? Mr. PG1 hat sich heute nicht Shiny Steelix gewünscht, sondern eine Trainercard. Hört ihr die Leute auch im Hintergrund? Weil ich glaube, wir haben Voice Activation Level ganz weggemacht. Letztes Mal, dass man die Crowd quasi auch ein bisschen hört. Vielleicht lassen wir es einfach weg. Da wird Ja geschrien. Ja, okay, perfekt. Bisschen. Okay. Ja. Mr. PG1. Tyranitar? Okay. Tyranitar. Oh, da ist man nicht so überzeugt, ob man das erste Pack haben will. So. Ist das ja gemischt, kann jetzt auch voll krass sein. Oh, guck mal, das Pack hat schon eine Printline. Warte. Ich glaube, das lag auch falsch rum drin. Ich kann es nicht zeigen. Da siehst du? Das Pack hat eine Printline. Nein. Das warst doch du mit dem Messer. Jo, durch den ganzen Karton habe ich geschnitten. Okay. Sind es wieder drei von vorne nach hinten? Weiß es jemand sicher? Oh mein Gott, die gehen sehr gut auf. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es noch nicht. Mach nur drei und mach. Okay, wir werden den. Guck mal, wie gut das hier aufgeht. Bin ja auch schon nervös. Okay, wir werden den Kartentrick off-cam wieder machen. Nochmal zur Erklärung.
Weil Wizards of the Coast Karten hatten das früher an sich, dass die Holo-Karten einen dunkelblaueren Rand hatten als die normalen Karten. Deswegen würden wir spoilern, ob das ein Holo ist oder nicht. Aber wir haben hier Zeugen. Guckst du mit? Ich gucke. Drei. Ja. Wir machen drei erstmal wieder, ne? Ja. Drei von vorne nach hinten. Mhm. Okay, in der Hoffnung. Da müssen wir eine Energie sehen. Kannst du mal gucken? Ist es eine Energie? Nein. Ist das gut oder schlecht? Es ist keine Energie. Okay. Aber erstmal in Warnung, das sieht schon mal nach echten Karten aus hier. Okay. Hat der Chat was anderes gesagt, ob es vier sind? Wir haben jetzt drei von vorne nach hinten gemacht, wie letztes Mal. Haben wir die erste auch verkackt, also ich. Ja. Okay, wir haben jetzt drei von... Vielleicht bringt das auch Glück. Wir haben drei von vorne nach hinten gemacht. Aber ein Unknown ist schon geil. Ja, wir starten mit Incognito S. Ich gebe dir die Karten weiter. Ja, ich bin bereit. So. Mhm. Wir haben einen Hitmonchan. Boah, ich kann mich an viele der Artworks gar nicht mehr erinnern, ne? Wir haben übrigens auch wieder eine Preisliste von Sascha bekommen, wo wir euch bei den dicken Hits nachher sagen können, was die denn so wert wären in einer PSA 9 oder PSA 10. Ein Enton. Das sind diese Knet-Artworks, die fand ich immer nicht so geil. Das sieht schon, aber sieht schon nice aus. Das Enton finde ich auch ganz lustig. Das erste dunkle Pokémon. Dark Octillery. Wir haben den Kartentrick falsch gemacht. Das ist die Rare. Aber Moment, dann sind das ja bei weitem mehr. Wir haben ja drei nur, du hast ja nur drei genommen. Ich habe drei von, wie beim letzten Mal gemacht. Hast du denselben Fehler gemacht wie ich? Nee, wir haben die von unten nach oben getan, letztes Mal, bin ich ganz sicher. Waren das fünf Karten jetzt gerade? Wir haben, ich habe hier auf den Kopf gedreht, dass ich die Rückseite vier von oben gesehen habe und dann haben wir drei von unten nach oben getan, wie beim letzten Mal. Vielleicht haben wir letztes Mal vier gemacht, aber auch dann hätte es ja jetzt nicht geklappt. Oh oh. Oh, dann brauchen wir die Mathe-Asse. Also oder, wir hatten das Pack so rum und ich habe drei von unten nach oben getan. Jetzt ist nach Karte 4 die Rare gekommen. Also dann von oben nach unten. Also wir nehmen von oben nach unten. Okay, jedenfalls ist... Du hast denselben Fehler gemacht wie ich. Wir haben die aber mit Sicherheit von oben genommen. Nein, du hast denselben Fehler gemacht wie ich letzte Mal, ja. Okay. Also das Dark Mac Cargo ist die Rare. Haben wir die auf der Preisliste? Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber noch ein Dark Flaffy. Warte, ich pack die Rare noch ein. Ja. Boah, die Artworks sind aber sick. Die habe ich so lange nicht mehr gesehen, die Karten. Noch ein Inkognito. Wie viele Inkognitos hatten wir? Vier oder fünf? Verschiedene? Ja. Boah, die Artworks sind voll schön. Doch lange nicht gesehen. Boah, guck mal, die ist auch sick. Also die Artworks sind wirklich insane geil. Das ist eine sehr geile Karte. Light Wigglytuff. Das hätte auch eine Rare sein können. Ist das Swinup? Mareep? Porygon. Das war's. Mr. PG1, ich hoffe, du entschuldigst Trill. Okay. Du hast keine Energie gehabt, ne? Keine Energie, kein Trainer. Du hast nur Pokémon gehabt, richtig? Ja, dann machen wir das nächste Mal. Okay, warte, dann tun wir das. Also von den Artworks her finde ich die sehr schön. Also das Set ist insane geil. Ja. Ich fand jede Karte schön. Warte, dann gebe ich den Zettel auch noch mit. Dann leg das auf deine Seite, damit Sascha das immer mitnehmen kann. Ich gebe dir das immer rüber. Stimmt. Stimmt. Wir haben die Karten ja noch gar nicht angeguckt. Dann gehen wir da vielleicht erstmal rein. Können wir nochmal überlegen, wie der Kartentrick funktioniert. Ja. Trill. So, schaut mal hier. Da sind wir. Neo Destiny First Edition. Das sind die Holo-Hits, die wir erstmal haben. Das sind noch nicht mal alle. Schau ich das an. Dark Feraligatr, das dunkle Gengar. Ah, wir haben die Maus. Geil. So, ich kann mal ein paar Preise durchgeben. Zum Beispiel das dunkle Gengar. Kostet in einer PSA 9 schon $700, in einer 10 2100. Also, was ein dicker Hit, das ist so ein Dämon, finde ich sehr geil. Nächste Reihe ist es. Das Feraligatr, das ist auch sick. Dark Typhlosion. Die ist insane, ist auch eins meiner Lieblingskarten aus der Wizards of the Coast Side. Eine Holo Energie haben wir auch. Das ist Togetic.
Und ansonsten sehr, 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 sehr schöne Artworks. Die ist auch geil. Dragonier. Guck mal, also das ist eins meiner absoluten Lieblingssets. Das Chansey, das hätte halt auch eine Holo sein können. Ist nicht mal eine, ist das ein Rare? Nein. Nee, ist nicht mal eine Rare. Schau ich die Karten an. Also das ist wirklich eins der schönsten Sets aus der Wizards of the Coast Zeit. Aber neben den ganzen Holos, die wir oben hatten, guck mal die auch hier. Ja, und guck dir das daneben an. Late Vape. Lights. Der sieht, oh, Bro. Der sieht aus wie du heute Morgen. Togepi, noch mehr Inkognitos. So, aber pass auf. Wir haben hier oben die ganzen Holos gehabt. Die sind natürlich auch schon geil, aber bei New Destiny haben wir auch Shining-Karten, wo wir zwischen 1 bis 3 Stück heute in dieser Box hoffentlich haben werden. Und die sind irre. Da sind die Guten. Da sind die Trainer, die Dalu heute. Da geht's. Also wir haben, da sind sie also alle. Hä? Wir haben 5 Rare-Trainer-Karten. Dalu wird die heute alle versuchen zu ziehen für euch. So, und jetzt hier, pass auf. Shining Celebi. Da ist nur das Pokémon, was jetzt so dunkel aussieht. Das ist dann Holo. Das sieht hier vielleicht jetzt gar nicht so impressive aus, aber in echt sind die wunderschön. Shining Charizard. Kabutops hattest du, glaube ich, mal beim Pokéref bekommen. Nee, Steelix habe ich bekommen. Aber Kabutops stimmt. Auch. Steelix war hier aus der Crowd von Mr. PG1. Ja? Ja. Steelix Reitschuh ist auch cool. Da haben wir noch einen Nacktowl. Dann haben wir Mewtwo. Ich hätte das Celebi sehr, sehr gerne. Das Glurak habe ich tatsächlich schon, hat das habe ich mir besorgt. Hatte natürlich. Habe ich schon. Und die habe ich mal bekommen. Hatte auch. Nee, die habe ich mal im Pokéref japanisch bekommen, Neo Destiny. Aber das sind eigentlich hier die also dicken, dicken Hits. Also auch egal welche Shiny ist schon geil. Was haben wir denn da für Preise? Das Shining Charizard zum Beispiel, zuletzt verkauft für 8.200 in der 10. Das Mewtwo 3.000. Okay, also das sind die Amerika-Preise, also hier tendenziell noch mehr. Ein Raichu kostet 2.000 in der 9, sogar das Mewtwo noch 1.500, Tyranitar 1.300 in der 9. Also es ist schon ein unglaublich geiles Set. So, ich sag Dalu, ich predikte jetzt mal, welche du als nächstes ziehst. Ich sag hier X-Paul. Nee, X-P-Paul. Die Tough Wave Machine. Okay. Okay, wir schauen mal, Dalu darf. Wenn Dalu die jetzt zieht, okay. Wie viel habe ich rausgeworfen? Gar keine. Ja, okay, ich habe aber hier einen Zettel. Wir haben Ray 05. Ja? Nicht die Maus bewegen. Rayo. Ray 05289 oder Rayo 5289. Ist Ray denn da oder Rayo? Den habe ich vorhin. Da ist er. Hier. Links oder rechts? Das ist Rayo. Rayo, links oder rechts? Links. Also Togetic wird gepickt. Hätte ich auch genommen, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht ein Bait. Oh ja, die öffnen sich sehr, sehr gut. So. Die kannst du einfach oben rausziehen, das ist ja geil. Also die Packs, wenn die heute alle so aufgehen, kriegt ihr alle 10 von 10 Packs. Sagt er jetzt. Ich würde das nicht so laut sagen. So, schön vorsichtig. Und da kommen sie. So, wie viel machen wir jetzt? Ja, also theoretisch müsstest du dann von oben 4 oder 3 wegnehmen und die dann drunter packen. 3 oder 4. Warte, du kannst mir. Müsste das die Holo sein? Ja, ne? Wenn es eine wäre? Ja. Mach mal 4. Wir packen jetzt mal 10 von oben nach unten. Ich warte auf den Chat. Nee, nicht von oben nach unten. Die muss ja da bleiben. Das wäre so. Ja, mach mal so. Lennart. Wir machen es jetzt andersrum. Wir machen 3 von oben nach unten. Warte, zeig mal. Warte, mach mal Finger weg. Du kannst doch wohl sehen. Ja, ja, wir probieren es mal so. Lennart. Ich bin mir nicht, also. Es tut mir leid. Ja, wir müssen auch noch rantasten. So, aber wir fangen an. Jawohl. Wie findet ihr denn den Magnifier? Da sind wir doch wieder. Das ist einer meiner Lieblingstrainerkarten. Light Vaporeon. Das ist ein schönes Artwork. Warte mal, die ist doch auch schon. Die haben wir hier, glaube ich, drauf. Die kostet in einer PSA 9, also die kommt frisch aus dem Pack. Eine 9 ist es recht wahrscheinlich schon 80 Euro. Ja, du kannst versuchen, also es wird natürlich jetzt schwer mit einem Pack, du kannst die in einem Set sammeln. Light Golduck. Wobei, warte, ich will das mal gerade zeigen. Sandring war jetzt nicht so geil.
Ne, siehst du? Unten links zu oben und rechts. Zumindest bei der Karte. Oh, hat man die Toilette gehört im Hintergrund jetzt? Eingeblendete Sounds. Oh, oh, das cool. Ist aber schön. Golduck und Psyduck. Wie, du findest das Artwork nicht schön, Lennart? Ist doch fantastisch. Aha. Nur Wasser übrigens, ne? Ja. Und Trainer. Und Wasserpack. Ja, stimmt. Dann kommt ein Unknown. Die sind auch sehr, sehr schick. Ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Farmpi. Girafarig, wieder ein Knet-Pokémon. Vulpix. Wie viele hast du noch? 2 oder 3? Gut, ich glaube, danach kommt die Rare. So, was kriegen wir da? Haben wir es richtig gemacht? Dalo, du bist ein Arschloch. Ah nee, ist noch nicht. Gut. Okay, ich dachte schon. Alles gut, hier Powder ist nur wenn da jetzt die Vorbereitung. Noch, ich dachte, mach das doch jetzt nicht ins Hemd. Ich zieh doch hier keine Tränen. Ja, das ist ja. Das ist ja ärgerlich jetzt. Das ist ja nicht so gut gelaufen jetzt. Rayo ist, tut mir leid. Und es ist sogar die Karte, guck die gecallt wurde. Guck mal, die wollte er schon immer haben. Hat ja, geil. Guck mal, da hast du nicht nur 3 Trainer, Dalu, geil. Wir haben 10 Trainerkarten overall in dem Set. Du ziehst 3 aus einem Pack. Ja, Rayo. Er hat gesagt, er wollte die haben. Ja, ich weiß nicht. Muss ich ja jetzt bezahlen, weil ich habe ja gesagt. Du kannst ja was aussuchen. Ja, ich laufe gleich mal durch den Laden. Wir machen einen extra Giveaway. Und schau mal. Okay. Das ist ja geisteskrank. Dann müsst ihr hoffen, dass euer Name jetzt drankommt. 1? Okay. Meister Funhaus ist nicht da, aber im Chat ist er da, Meister Funhaus. Meister Funhaus. Da. Bei Dalu, okay. So, du hast die Qual der Wahl. Knocked Owl oder Knocked Owl, links oder rechts? Bisher war 2-mal links genommen. Meister Funhaus, welche Seite? Links oder rechts? Also links war gerade ein schlimmes Pack. Das heißt schlimm, da war... Rechts, bitte. Rechts, bitte. Oh, danach hat jemand die Wahl für ein Celebi. Okay, Meister Funhaus, pass auf, ich ziehe dir jetzt was Schönes heraus. Aber ich habe es, glaube ich, gejinxt, Danu. Ah, doch. Ach, Meister Funhaus kriegt als einziger kein gutes Bild. Good luck. So. Boah, die gehen echt super auf, ne? Also das ist echt. So, wir machen 3 Stück. 3 von oben nach unten. Nach unten. Perfekt. Sehr geil. So, Meister Funhaus, wir starten für dich mit einem schönen Pokémon direkt. Das wäre schön. Light Wigglytuff. Vielleicht sogar das schönste Artwork. Ungelogen. Wir haben den kleinen Raupi daneben, ist schon süß. Dann kriegst du auch einen Magnifier. Mhm. Oh, schön. Das ist sehr gut. Darkquilava. Mashup. Kleines Macholo. Gastly. Oh, dazu jetzt noch das Gengar wäre natürlich geil. Haben wir auch einen Apollo in dem Set eigentlich? Bestimmt auch, oder? Wenn Nebulak drin ist und ein Gengar, dann haben wir doch sicher auch einen Apollo drin. Okay. So. Das hier sieht schon sehr gut aus. Swinub hatten wir jetzt auch schon mal. Reap hatten wir auch gerade. Ja. Sieht auch sehr schick aus. Nochmal Porygon. Boah, ist das irre. Ey, wir machen First Edition New Destiny gerade auf. Das ist schon krank. Ich genieße auch gerade die Artworks. Incognito S.
nochmal Hitmonchan. Und jetzt ist es schon, ne? Haben wir danach schon die Rare? Ja. Oh! Holy shit! Machst du? Ich hab, ja. Ich nehme mal ganz vorsichtig. Dark Espeon. Holy shit. Warte, ich zeig nochmal. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh, oh, oh. Boah, Alter, wie die glitzert. Das ist krank. Warte, wir schauen uns mal die Holo schnell an. Das ist eine, also wir reden hier von wirklich einer der besten Karten, ne? Ich schau mal hier. Dark, ne, sich, haben wir, glaube ich, nicht auf der Liste. 800 in der 9. Das 2, ist krass. In der 10. Wir haben sogar ein Swirl am Ohr. Sieht man das? Ja. Am Ohr, wie ein Ohrring sogar. Oh, die sieht sick aus. Boah, die hätte ich auch gern gehabt. Ne? Das ist eine der geilsten direkt. Also die, und die sieht auch unglaublich gut aus. Die Holofolie sieht auch extrem geil aus. Zu dem Espeon passt halt auch die Kartenfarbe und so. Das sieht richtig, richtig gut aus. Sehr, sehr geil. Herzlichen Glückwunsch, Meister Pfannhaus. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Aber da kannst du super happy mit sein. Geil, fett. Okay, ihr dürft herzlichen Glückwunsch erstmal. Und zählt natürlich gerne wieder im Chat mit, bei wie vielen Holos wir sind, dass wir nachher einen Überblick haben. Das ist ein Monsterpack. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Eine der dicksten Hits, ja. So, jetzt ziehen wir wieder eine Trainer. Aber wer will denn eine haben? Ich guck mal. Ey, wenn du jetzt mich ziehst. Guck mal nach, wer hier eine Trainer kann. Achso, warum gucke ich weg? Ja. Der hier. Bitte nicht ich. Der möchte. Oh, das ist der Kevin. Oh, du armes Schwein, Kevin. Kevin H. Haben wir Kevin hier? Nein. Aber kriegen wir raus, wer Kevin H. ist? Ja, haben wir jemanden? Und bitte nicht trollen. Haben wir jemanden? Im Optimalfall nicht trollen. Der dieses Pack geholt hat. Kevin ist doch da. Ah doch, Kevin ist hier. Hallo. Okay, Kevin ist hier. Kevin. Ja, klar. Na klar, ich ziehe auch was Gutes. Vertrau mir. Guck dir das an. Also ich meine, beim letzten Mal war es auch Glurak, der das Dalu, der das Glurak gezogen hat. Nicht Glurak, der das Dalu gezogen hat. Ja, du hast entweder Chance auf Hit und nach. Ja, also entweder knallst bei Dalu oder der zieht dir das Trainer-Set raus. So. 1, 2, 3. Ja. Lennart hat's gesehen. Ja. Wir kommen mit einem Knaller-Artwork rein. Geil. Hitmonlee. Wieder ein Unknown. Wie viele sind es davon jetzt gewesen? 9 oder so? Ja, wir haben bestimmt schon 4 5 Holo, gesehen. 5 normale oder so. Oh. Oh, sehr schön. Light Flareon in einer PSA 9 schon 70 Euro wert. Schon schick. Vielleicht können hier zum Sammeln und Tauschen sich ja die zusammentun für ein Evolution-Set. Venonat. Auch cooles Artwork für einen Blutzug eigentlich. Sieht ein bisschen so leicht unscharf aus, aber absichtlich halt, ne? Das ist ganz cool. Oh, Totodile. Auch gut. Das ist süß. Der Sonnenkern. Beziehungsweise ganz viele. Gleiger. Oh. Noch eins, Unknown T. Aber haben wir oft, ne? 2 Unknowns in einem Pack. Ja. Pineco. Incognito A war aber nicht Neo Destiny, oder doch? Weiß es einer? Ich glaube, wir sind soweit, oder? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Nee, noch nicht. Die nächste. Die nächste müsste es sein. Okay. Viel Glück. Viel Glück, Kevin. Kevin ist hier. Yo! Oh mein Gott! Das dunkle Gengar. Dark Gengar, wo sind wir? In der PSA 9 700, in der 10 2100. Boah, da haben wir auch schon 2 fette Banger gezogen. Pack's schnell ein. Wo kommst du? Geil. Von wo aus bist du hierher gefahren? 2,5 Stunden. Geil. Also du hast auch fast das Glück, dass du... Also Printlines haben die nicht, ne?
Ich sehe da keine Printlines und nix. Also die Holofolien sind geil. Zentrierung bei der ist auch besser als bei den Karten eben. Da hat man auch ein bisschen Glück, da ist auch nicht so viel Holofolie dran. Ja. Das Gänge ist schon sehr groß. Oh, die sieht gut aus. Das ist eine schöne Karte. Zwei sehr krasse Karten jetzt schon weg. Oder gezogen halt. Ja. Sehr gut. Glückwunsch. Zwei Holos. Zwei Holos aus vier Packs, glaube ich, waren es jetzt. Ne? Ja. Holy moly, geht gut los. Die noch ein oder so ich. Ach ja, stimmt. Noch mal ein Card Saver rein. Celebi Pack auch. Geilo. GZ. Zeig nochmal das Gänger bitte kurz. Ja, warum? Hinten rechts, kleiner weißer Punkt. Ich überprüfe. Das könnte Staub sein. Unten rechts, aber an den Kanten halt. Ja, vielleicht minimal. Dieser weiße Punkt da drauf, der das hier? Nee, das ja, genau. Ich glaube, das aber ist. Die, wenn überhaupt die Corners. Aber sieht schon sehr gut aus. Ja, die Corner hat ein bisschen minimal Whitening vielleicht. Okay. Wir sind kurz, Mikro ist kurz weg. Ja. Neben den Shinings, ne? Hört man uns wieder? Test. Hallo. Ja. WB, ja, jawohl, gut, okay. Alles gut. Ja, das war doch ein sehr gutes Pack. Zwei insane Hits schon gezogen jetzt. Aber wir haben ja noch einige mehr. Hast du jetzt gerade gezogen? Ja. Der hast du gezogen, okay. Du hast eine Holo gezogen, ich habe eine Holo gezogen, ne? Ja. Okay. Eins? Ja. So, wir machen weiter mit einem von zwei Packs für Vlin und Apollimarus. Seid ihr hier? Oder, nee. Oder wer im Chat? Ja, meldet euch mal gerne im Chat, dass wir euch sehen. Die Name ist da, Vlin. Da, Vlin ist da. Nessie, yo. Wird geschrieben von Vlin. Okay, du hast die Wahl zwischen Tyranita und Noct Owl. Links oder rechts? Jetzt wird wieder geschrieben, ein bisschen statisches rechts, Knistern. Rechts, bitte. Wird wieder nach dem Knistern geschrieben gerade im Mikrofon. Alles gut, ich wollte nur... Wir versuchen es zu fixen. Wurden schon krasse Sachen gezogen. Es wurden zwei der krassesten Holos gezogen, ja. Wir haben zwei Holos gezogen und beide waren insane. Also bisher war das schon eine sehr, sehr gute Box. Aber ich hoffe, dass wir heute zwei, drei Shinings sehen. So, das Pack ist also für Vlin, aka Nessie. Echt so butterweich auf. So. Okay. Kartentrick. 1, 2, 3. Ja. Okay. Wir starten mit einem Light Ninetales. Sehr, sehr geil. Auch sehr stark. Schau mal gerade, ob wir die vielleicht auch auf der Liste haben. Nein. Ich denke mal, aber die gehen doch auch in der neuen bestimmt auch für 40, 50 Euro, oder? Die sind alle super geil, die Karten. Gefolgt von einem Dark Omenite. Dann haben wir das Light mit Choke. Ich würde mich über alle Light- und Dark-Karten freuen. Ja. Das ist schon schön. Cyndaquil. Ihr werdet leise. Ja, dann warte ich mal eben mit dem Ziehen. Am Ton wird gerade gearbeitet. Wir labern einfach mal ein bisschen weiter und ihr könnt schreiben, wenn es gut ist. Ja, Dalu, wie bist du heute hierher gekommen? Ja, bin gefahren worden.
Ich fahre Dado nachher nach Hause und wir werden nachher noch einen kleinen, wir werden noch kurz was essen fahren, Dado und ich. Dann mach lieber wieder ein neues Gate raus, dann hast du dieses minimale Rauschen drin, aber das lauter und leiser ist schlimmer. Wir werden nachher noch einen gemischten Salat essen fahren wahrscheinlich, Dalu und ich. AKA McDonald's. Ihr seid leise. Ja, ist das Noise Gate raus? Also hört man mich auch wieder? Hört ihr uns wieder gut? Hallo. Jetzt gut, jetzt? Ja, okay. Nein, Franzi ist immer dann im Chat. Franzi hat gerade in Caps Lock geschrieben, sag mal. Ich habe letztens zum ersten Mal seit 2 Monaten mir einen Burger gegönnt, habe bestellt. Franzi hat den ganzen Tag ein Schachturnier geguckt. Die macht meinen Stream an, wo ich gerade den fettesten Burger aller Zeiten im Stream zeige. Und jetzt kommt Franzi in den Stream rein, wo ich sage, wir machen heute einen McDonald's Run noch. Scheiße. Okay. Wir machen weiter. Cinderquill. Boah, ey, du hast aber echt bisher sehr gute Karten. Lavitar hinterher. Ein Light Sun Flora. Ladybar, das ist traurig. Oh. Ist das ein Zeichen oder nicht? Weil es nicht Holo ist, das Ladybar. Die Karte jetzt schon gleich. Ein Slugma. Ja, guck mal, das motiviert dich wieder. Ich glaube, danach haben wir. Ah, nee, wir haben noch 2. Gastly. So. Und jetzt. Nach 2 Holos wird's schwer, aber haben wir noch einen? Das ist keine Trainer. Oh. Light Machamp. Light Machamp. Aber hast immerhin das Macholo noch mit dazu. Ich glaube sogar mehr. Ich glaube, da gehen wir gleich mal kurz durch. Mach du mal das da rein. Ja. Hast du? Ja. Ich meine, es ist keine Trainerkarte. Hier, das ist sogar gut. Oh mein Gott. Ja, das habe ich mir doch gedacht, habe ich doch gesehen. Alle 3. Also dann ist das doch, es war keine Holo, aber die 3er-Reihe zu haben ist doch geil. Aus einem Pack. Ich finde es nice. Wenn du ein Pack hast, ist das geil. Ja, und du hast das Ninetales noch dazu gehabt. Also dafür, dass es keine Holo-Pack war, war es trotzdem ein gutes Pack. Aber ihr beiden habt ja noch ein zweites Pack. Das kommt gleich noch. Da muss dann aber auch eine Holo rein, ja. So. So, Dalu darf. Ich bin. Hat schon einer leider raus. Ich habe 2 gehabt. Ja. Roxa 197. Ist er da? In welchem Chat? Das Rauschen ist anscheinend weg. Geil. Was habt ihr gemacht? Egal, was ihr gemacht habt, ist gut. Ist der Roxa da? Da ist er, Roxa. Roxa, bin im Links Chat. Oder rechts? Ich weiß, welches ich nehmen will. Los, Roxa. Links, bitte. Hätte ich auch genommen. Echt? Ja. Also ich hätte safe das Torgetick genommen. Ja, aber du willst auch keine Holo. Also. Du bist ja hier drin. Der Roxa weiß natürlich, was gut ist. Was ich calle? Also ich glaube nicht, dass Dalu jetzt nochmal eine Trainer zieht. Ich sag, Dalu zieht ein Dark Scissor, ist mein Call. So weit gehst du schon. Ja. Du hier was riechst? Hast du gesehen? Ja. 3, ne? Ja. Erstmal fangen wir stark an. Boah, das ist auch geil mit dem Togepi da drin. Oh mein Gott, das ist richtig schön. Warte. Und schau mal, was hier hinter uns ist. Was ist? Also in der. Ach so, ja. Das ist schon eine sehr starke Karte. Bei Jolteon übrigens in einer PSA 9, also fast garantiert 120. Guck mal, oh, geil. Und in der 10 230. Ja.
Ja, da ist es. Scyther. Gar nicht schlecht, Lennart. Warte, ich sag's dir. Beim Trackmania Carsten. Dratini aus Knete. Und Venonet schon wieder. Ist aber auch schick. New Rob. Cool. Das sieht ein bisschen verloren aus, ja, auf dem kleinen Eisberg. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen. Aber. Schick. Execute. Oh, wei. Auch hier nochmal. Das ist ein bisschen blass. Ja, das stimmt. Wer ist das auf Deutsch nochmal? Skaraborg? Skaraborn? Nein, nicht Skaraborn. Skogla. Ah, Skogla. Und der Sonnenkern. Der ist wieder farbenfroh. Totodile. So, und jetzt kommen wir zu Rare. Auf geht's. Oh mein Gott! Holy shit, Alter! Boah! Nimm du? Das wäre die eine gewesen, die ich auch gern gehabt hätte, ey. Oh mein Gott. Also guck dir mal an, wie das da rauskommt. Da, schaut euch das an. Das sind die Shining-Karten. Da ist nur das Pokémon-Holo. Du kannst gar nicht einfangen, so reflektiert das. Boah, fett, ey. Hat die sogar eine Textur? Ja, die das sieht so aus, als hätten die eine leichte Textur, die Karten. Boah, das ist geil. Alter, die drei Holos, die wir gezogen haben, die waren ja insane. Was kommt denn da noch raus? Shining Steelix, mal kurzer Preischeck. In einer PSA 9, 600, in einer 10 nicht zu finden gewesen. Also mehr. Tendenziell, vermute ich mal. Habe ich gut geschlussfolgert, ne? Ich hätte aber wieder, ich habe ja gesagt, ich hätte auch das Pack genommen. Also die Zentrierung ist schon mal geil. Zentrierung Boxer. Sick. Also ich möchte mal kurz sagen, dass ich hier zwei sehr starke Karten gezogen habe. Ich glaube, du hast vielleicht oben links ein bisschen Whitening in der Corner hier. Ich glaube, heute können wir leider nicht so nah ran mit dem Fokus. Aber ich glaube, wir können es ein bisschen erkennen hier oben. Vielleicht minimal Whitening dort, aber ich denke mal, eine 9 hast du garantiert. Also das war ein fettes Pack. Herzlichen Glückwunsch, Roxa. Roxa, kein Problem, ich hab dich. Ja. Und da wurde noch reingechattet, warum man das Knocked Owl nimmt. Ja, aber es war klar, das war das bessere Pack. Das hätte ich auch genommen. Ich brauche einen Cardsaver nochmal. Ja, pack das schön in den Cardsaver. Top-Loader. Top, ja. Oh, die hätte ich gerne. Roxa, wenn du nachher mit mir tauschen willst vielleicht, also ein Shining Steelix, Weiterentwicklung von Onix, mein Lieblings-Pokémon, vielleicht können wir uns einig werden. Nice, Roxa, voll dich. Boah, drei Holos, alle wirklich insane. Ich bin wieder? Ja. Ich ziehe jetzt dich da, du. Ich hole jetzt eine schöne Trainerkarte daraus. Ich weiß, wenn du mich ziehst, öffne ich. So, der ist es, die sind rausgefallen. Ach stimmt, wir öffnen ja unsere eigenen Packs. Nein! Ich hoffe, du ziehst jetzt auch eine schöne Trainerkarte. Oh Gott. So, entweder hasse ich mich jetzt oder ich liebe mich. Ich habe gerade gesagt, ich hätte das Togetic genommen, ne? Da muss ich jetzt auch dabei bleiben eigentlich. Ich soll mal durchziehen. Ich beiß mir jetzt so einen Arsch, ne? Da ist auch was. Okay, so, mein eigenes Pack. Oh shit. Das Gute ist, ich muss jetzt hier nicht so vorsichtig sein. Das wiegt nix, Dalu. Fühl mal. Ich weiß nicht mal, ob da 11 Karten drin sind. Oh, nee. So, merkt ihr mal, das andere Pack wäre Tyranitar gewesen. Da müssen wir drauf achten, wenn was wo rauskommt. Und wir hatten gerade doch die Shining. Das soll jetzt nicht nochmal was drin, oder? Und wir haben ja gemischt. Das ja, stimmt, wir haben bedeuten. Gemischt. Oh, nee. Wir haben auch, wie viele Packs erst aufgemacht? 5? 6, glaube ich. Und 3 Hits schon. Oh, ich dachte, das ist ein Schatten. Nee. Ich dachte, ich hätte eine Karte, die einen schwarzen Hintergrund hat. Okay. Also, 1, 2, 3. Mhm. So. Letztes Mal habe ich das Chanera gekommen beim Base-Set. Du hast keine Holo gehabt. Ich habe deine super Energie. Ja, stimmt. Okay. Also, beim letzten Mal hatte ich eine Holo, Dalu nicht. So, mal schauen, was heute passiert. Du hattest sogar eine Holo? Chanera hatte ich. So, Light Dugong. Light Venomoth, die hatten wir beide noch nicht, glaube ich, oder? Nee, nur die Vorentwicklungen. Oh nee, Energiestadium. Ja, aber guck mal, wenn die Energiekarten jetzt schon raus sind, ist ja gut. Stell dir mal vor, du hättest 3. Oh, Pineco. Nein.
Jawohl. Die wollte ich unbedingt. Ja, aber guck mal, das hat gerade Glück gebracht. Hä? Gleiger und Sunkern waren gerade wichtig. Oh, Unknown T für Drill. Ach du Kacke, ey. Mega geil. Ich hoffe, die ziehe ich nochmal. Unknown, nein, L. Unknowns, hä? Drill, T und L. Mantine, okay. Ich glaube, jetzt kommt's. Bitte keine Trainer. Drück dir die Daumen. Sieht doch gut aus. Eine Holo! Ja. Warum kriege ich einen Elefant? Du hast eine Holo bekommen. Warum ist das ein ausgerechnet ein Elefant? Was will mir Pokémon sagen? Ich ziehe einen Elefant. Aber eine Holo. Dark Dawn Fan. Geil. Ich schau mal gerade, ob wir die auf der Liste haben. Dark Dawn Fan? Ja. Wo? Ach, 350 da. 350 in der 10. 350 in der 10? Aber die wird natürlich eingeschickt. Hat vielleicht auch ein bisschen Whitening unten rechts. Nicht viel. Aber Hauptsache. Aber es ist ein Holo. Also Holo ist, da bin ich happy mit. Machst du selbst? Okay. Ja. Okay. Das waren jetzt 4 Holos auf 7 Packs. Ja, also wir haben wild gemischt. So, mal schauen. Ich hoffe, denn die nächste Person nimmt jetzt auch das Tyranitar. Oder vielleicht auch nicht. Okay. 2 von 2 Holos. Also ich habe Holos, ja, Holo, da darf man sich nicht beschweren. Auch Glück gehabt. Wenn du, stell dir mal vor, du ziehst jetzt dich selber. Back to back. Oh, der, ich dachte, der Almduber. Despotar. Okay. Hat er direkt gecallt. Hätte auch mein Pack sein können. So, jetzt schauen wir mal. Der Almdudler. Da ist er dran. Hitrate bislang wild, ja. Hitrate bis dato passt zu gut. Es wurde ein Verkauf gefunden. Das Shining Steelix in der PSA 10 zuletzt verkauft am 4. Dezember für $1,050. 3? Ja. Und wir fangen an. Tadau. Dark geil. Wigglytuff. Sieht cool aus. Ich hoffe, das bist nicht du nach dem Pack. Der Almdudler. Unknown. Der Pokémon Personality Test. Die sieht cool aus, ja. Die finde ich auch cool. Ich bin eine Trainerkarte, sieht die cool aus, ja. Aber was sagst du zu Heal Powder? Es geht schon wieder los. Die Powder auch nicht schlecht. Sieht auch sehr gut aus. Ein Totodile. Totodile ist gut. Dann haben wir wieder ein Seal. Oh, ein Owei. Die gucken alle so grimmig. Weil die sich auf die Holo freuen. Venonat. Pineco. Haben wir schon die Rare? Ne, eine noch dazwischen, ne? Gleiger, der ist aber auch. Der hat sich in jedem Pack versteckt. Aber was kommt jetzt? Wenn da, der Almdudler gleich drückt die viel Daumen. Glück. Oh, ein Light Pillow Swine. Ey, ist ein Dalu-Pack. Du hast keine Trainer gezogen, also. Light Pillow Swine. Aber hattest du nicht auch einen Swinner? Nein. Nee. Habe ich auch gerade im Gedanken durchgegangen. Light Pillow Swine. Und 2 Trainers von Dalu. Ja, das ist wie ein Hit or Miss bei mir. Ich hatte Gengar und das Shiny. Kann man sich auch nicht beschweren. Almdudler, es tut mir leid. Das Heal Powder hat's rausgeholt, oder? Heal Powder hat's rausgeholt, ne? Nee. Achso. Okay. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Überblick oder schätzen wir das ab, wann wir ungefähr die halbe Box gemacht haben? Weil wir wollten ja in der Mitte eine Pause machen. Zählt jemand mit, wie viele Packs wir haben und wie viele Holos? Vielleicht könnt ihr nach jedem Pack im Chat immer schreiben, das war jetzt Pack 13 oder ihr schreibt 6 von 13 oder sowas, dass wir wissen, wann die Mitte ist. Weil in der Mitte machen wir ja eine Verlosung. Also noch, wir haben noch 10. Ja,
Also wir sehen es ja, die Box ist ja noch gut voll. Okay. Ist das eins? Der Almdudler geht gerade. Der Almdudler tritt die Heimreise ein, ohne seine Karten. So. Oh, Castro. Castro, letzte Mal das First Edition Glurak bekommen, aus dem Base-Set Deutsch. Ich will mir jetzt auch was Gutes ziehst. Castro, du darfst dir aussuchen. Togetic oder Celebi. Boah, der hat das First Edition Glurak gezogen, ne? Das ist so. Also wenn es bei dir jetzt nochmal klingelt, Castro, dann... Frohe Weihnachten. Dann will ich frohe Weihnachten. Ich glaube, Castro war... Ich habe ihn gesehen im Chat auf jeden Fall, Castro. Ich dachte, ich hätte ihn auch gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Der soll jetzt nicht pinkeln gehen, oder? Rechts, bitte. Der Castro. Also ich hätte das Celebi genommen. Nein, hör nicht auf Trill. So, letzten Monat hat Dalu dir einen First Edition Glurak rausgezogen. Und jetzt kommt dein Heal-Powder. Das ging leider nicht so gut auf. Es ist egal, wenn da was Gutes drin ist für Castro, ich drücke dir den Daumen wieder mal. Da sieht man leider die Karte, deswegen muss ich es... Lennart hat leider dein Pack geöffnet, sagt man in Fachkreisen. Er sitzt zumindest auf. Wir schicken dir ein Stück Tesa mit, dann kannst du es wieder zusammenkleben. So, guck mal. Dreh das nicht um, Dalu. Dreh es nicht um. Lass es bitte so. Okay. 1, 2, 3, Dalu? Ja. Okay. So. Du startest mit einem Dark Croconaw. Das war schon gut. Das ist sehr gut schon mal. Ein Heracross. Das waren diese ersten 3D-animierten Dinger. Wie findest du die? Die finde ich die nicht. Mag ich nicht. Nee, die mag ich auch nicht so. Die Knetdinger mag ich aber, weil die ja auch in Japan in einem Museum stehen. Die Knetdinger. Ja. Alle noch? Das weiß ich nicht, aber das würde ich gerne mal sehen. Ja, wenn wir nächstes Mal in Japan sind, würde ich mir auch angucken wollen. So, das Macholo hatten wir aber auch schon 4-5 Mal. Unknown S. Porygon. Das hatten wir schon oft. Ja. Seal hatten wir auch gefühlt schon 5 Mal. Aber dafür kommt jetzt was Neues. Jetzt. Jetzt. Ja, das ist aber gut. Ja. Das ist gut. Oh mein Gott. Ja. Kannst du nochmal daneben halten? Wir hatten schon die Weiterentwicklung. So. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Hit. Wenn die jetzt blau ist. Ah ne, ist noch nicht der Hit. Alles gut. Sonnenkern muss erst noch wieder mit rein. Wir bleiben ruhig. So, jetzt. Oh! Alter Castro, was geht denn bei dir ab? Castro. Castro hat so ein Glück. Castro zieht ein First Edition Base Set Glurak. Er zieht eine Shining Knocked Owl. Ich habe erst einen Schock bekommen. Ich glaube, ich kann nicht so nah fokussieren bei der Kamera. Aber hier ist nicht der Stern bei den Shining Karten, sondern. GZ. Da sind drei so kleine Sterne hier unten. Deswegen sieht man direkt, ob es ein Shining ist. Aber ja, da muss er erstmal reagieren. Castro, krass. Also Castro, also First Edition Glurak und dann eine von vielleicht drei Shinings aus der Box hier, das ist krass. Holy moly. Ist natürlich nicht, stell dir mal vor, der hätte jetzt noch das Shining Charizard bekommen. Auch noch Back-to-Back Glurak bei ihm. Eieiei. Sehr, 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 sehr geil. Herzlichen Glückwunsch. 9. 9 Packs, 5 Holos? Ja. Was haben wir da gemischt? Kannst du mal Links geben. Ey, vielleicht haben wir eine Errorbox. Mit mehr Holos, als wir eigentlich bekommen sollten. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Ja. Okay, also Sascha hat gerade nochmal die Info durchgegeben. Die Karten sehen insane gut aus. Also wenn ihr die graden lasst, ganz viel Glück. Also Printlines habe ich auch noch keine gesehen bei den Holos. Nicht. Wir haben ein bisschen Whitening an den Seiten. Aber beim nächsten Breakout dabei sein eigentlich. Castro. Stream muss weitergehen. Also Castro, ich weiß nicht, ob du vorhast, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, aber... Du solltest. Nein, klar. Du solltest dranbleiben. Du solltest da weitermachen. Den nehme ich hier. Leo Candis. Leo Candis da. Und wie viele Leute schauen gerade wieder zu? Vielleicht können wir das nochmal in den Chat schreiben. Leo Candis ist da. Links oder rechts? Celebi oder Togetic?
Das ist jetzt natürlich auch schon hart, ne? Geil, gucken auch wieder gut viele Leute zu, sehr geil. Ja, insgesamt 5000, 6000. Nice. So, ach, kacke jetzt. Leo kennt es, auf der linken Seite habe ich ihn gesehen. Er muss mir nur sagen, wohin. Links. Celebi, hätte ich auch genommen. Gute Wahl. Ah, viel Glück, viel Glück. Oh, was ist denn hier? Ja. Oh. Nein, 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 ich mache wieder dann den auf. Wir machen das wieder auf. Oh. Lass dich nicht erzählen, Leo. Die Packs, die am schwersten aufgehen, haben die besten Hits. Weil Lennart die nochmal zugeklebt hat. Ja. Ist tipptopp. Leo, vertrau mir. Wir lassen das Pack auch so rumliegen für dich, Leo Kennis. Nein. Gut. Kannst du jetzt, wenn du, hör auf, da drauf zu drücken. Ja, ich wollte es. Schieb mal lieber noch. Wir kriegen dafür was Neues. Oh. Ein Pummeluff. Sieht ganz süß aus. Nein, es geht wieder los. Team Rockets Evil Deeds. Das ist aber eine coole Karte. Die hatten wir noch nicht, glaube ich. Z hatten wir noch nicht. Unknown Z. Da Europe auch jetzt ganz vorne mit dabei. Leo. Und Venonet natürlich auch. Die kann ich jetzt schon nicht mehr sehen, die Karte. Und Sonnenkern. Also die nervt mich jetzt schon. Aber Totodile ist gut. Ist immer gut. Totodile ist gut. Ey. Sonnenkern. Haben die nur 10 verschiedene Commons da reingepackt? Und natürlich Geiger. Ist natürlich Pflicht. Jawohl. Zweites Unknown. Das ist natürlich sehr gut wieder. Pineco. Die haben wir auch ständig. Und jetzt. Leo, ich drücke dir die Daumen, auch wenn sehr viele Hits schon weg sind. Oh, Dark Ursaring. Ey, aber ich finde, die sieht geil aus. Das ist ein geiles Artwork. Vom Artwork her ist sie wirklich schick. In Holo wird die bestimmt saugeil aussehen, wenn ja, die einen Holo-Effekt hätte. Ja. Und ein bisschen Textur im Hintergrund noch. Es hätte eine. Aber es ist ein Pokémon. Ich finde die cool. Ja, sie ist schon cool. Leo, es tut mir leid. Mein Fokus will gerade nicht jetzt. Ey, für mich ist alles, was nicht eine Trainerkarte ist, ist ein Win heute. Nein. Also, auch XP also nach dem, ist gut. Ja, also das, die ist natürlich. Ja, das ist eine sehr gute Trainerkarte. Ja, die beste. Ja. Okay. Ich misch mal ganz doll durch, ja. Also wenn was rausfällt. Ja, wenn was rausfällt, packe ich es wieder rein. Alles gut. Ja, den will ich haben. Ja, dann nimm den. Ich nehme mir alle, die du rausgeworfen hast. Wir machen weiter mit Matthias N. Und Matthias N. ist vor Ort. Haben oh nein gehört vor Freude. Links. Okay, Tyranita. Wer hat letzte Mal dein Pack aufgemacht? Was hast du denn bekommen? Ja, okay, ist okay. Ich glaube, das war ich. Quapo warst du. Aber Holo. Okay. Ja, okay. Nein, ist alles gut. So eine Karte mit abgerissen? Ich dachte kurz. Ich muss es off-cam machen, weil sonst sieht man die erste Karte. Viel Glück. Es sind nur noch 10 Karten heile, aber ist nicht schlimm. Da, guck mal, stopp. So, 1, 2, 3. Oh, die hatten wir noch nicht, glaube ich. Das stimmt. Dark Executor. Die auch nicht. Oh, jetzt haben wir hier ganz neue Karten. Dark Fortress. Und Sonnenkern. Light Dugong hatten wir auch erst einmal. Hatten wir einmal, glaube ich. Das sind 3 Entwicklungen jetzt. Das ist schon stark. Unknown T. Unknown nimmt man. Ja. Nicht so was anderes? Oh. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich, ne? Nein. Also immerhin hast du ein paar Karten, die wir noch nicht gesehen haben. Unknown L. Ist das ein Zeichen? Ja, ich habe die Holo bekommen mit dem L. Ja, also. Lavitar, auch gut.
Ey, du, ja, also bisher okay, hätte ich es genommen. Gutes, ich würde auch sagen, es ist ein gutes Pack bis dato. Ja, Mail from Bill, aber jetzt pass auf. Bist du ready? Mail from Bill. Der Radio Tower. Hast du echt gesagt? Er hat selber für sich gejinxt, Matthias. Er hat am Anfang gesagt, Radio Tower, meine Lieblingskarte, haha, und jetzt kriegt er die echt. Oh. Radio Tower. Ja. Aber guck mal, wenigstens ein Mauzi mit drauf. Aber immerhin hast du bei den anderen Karten ein bisschen was Neues mal gehabt. Warte, willst du hier noch einen Toploader für den Radio Tower? Rare. Das war schon ein mieses Pack, das war nicht was du da gezogen hast, wenn dann, Ja. Ey, aber... Nein, die anderen Karten sind aber nice. Also die Karten davor. Und du hast schon gut vorgelegt mit 3 Trainerkarten aus einem Pack. Bei overall 10 Trainerkarten. Okay. Ja, dann mach du mal, Dalu. Jetzt ist ja keine mehr drin. Keine Trainer mehr. Den hier nehme ich. Das ist Sir Quappo. Sir Quappo. Ist er da? Ich habe ihn, glaube ich, nicht im Chat gesehen, oder? Nee, ich habe auch noch keinen Sir Quappo gesehen, glaube ich. Aber der wird ja wohl da sein. Du holst dir doch ein Pack und bist dann da, oder? Sir Quappo? Sir Quappo. Glaubst du es? Pocket-Tick, bitte. Er ist da. Also wir haben das hier komplett perfekt in Balance gerade die ganze Zeit, ne? Wir haben immer links, rechts, links, rechts. Das wird was. Wo sind wir? Wir sind bei 5 von 12 oder so. Hat noch mal einer die Übersicht? Wie viele Packs haben wir schon? Also wir haben, die Hälfte haben wir noch eine Weile nicht. 5 von 11. Was hast du denn da gemacht, Dalu? Das war so. Aber dafür kommt jetzt was Gutes. Das sieht ja total scary aus. Ich finde das eigentlich ganz cool. Die Karte ist ganz cool für Pupita. Wie willst du Pupita cooler in Szene setzen? Sir Quappo, da komm. Ja, es geht wieder los. Lucky Stadium. Das ist das Lucky Stadium, Quappo. Das wird was. Jo. Das wird was. Das ist eine sehr schöne Karte. Light Jolteon. Artwork-mäßig 10 von 10. Und PSA 9 120, PSA 10 230 Dollar. Also das ist eine sehr gute. Ja. Auch Platini. Gut. Wieso schreibst du da Quappo Rip? Glaube ich nicht. Ja. Venonat. Die darf auch nicht fehlen. Jetzt natürlich noch ein Sonnenkern. Gleich, also dauert noch. Kommt immer erst nach Europe. Ah, ja. Ja, oh wei. Das bereitet immer die Holo vor. Ja, ja, na klar. Das Standardpack. Natürlich, natürlich. Na klar. Ja. Sonnenkern. Totodile. Und jetzt kommt's. Sir Quappo, jetzt kommt's. Oh, ein Dark Slowking. Das sieht aber auch ganz wild aus. Das ist ein sehr wildes Artwork. Ein bisschen LSD-Trip. Dark Slowking. Das ist ein sehr wildes Artwork. Ja. Also trotzdem. Keine Trainer. Können wir ganz kurz hier durchgehen. Ja, ich meine, du hast das Jolteon bekommen. Und Jolteon. Und Jolteon, ja. Auch sehr gut. Und Lucky Stand. Und Dark Pupita. Und so. Ja, und so. Ja. Willst du einen Toploader für? Die macht Sascha. Okay. Wir toploaden nur die ist Holos. Die Rest ist gut. Die Rest ist wirklich gut. Ja. So. War schon ein gutes Pack. Base-Starter, ja. Also wenn ihr die Evoli-Entwicklung bekommt, ja, dann ist das... Ich habe eine, ne? Hattest du eine? Ne, hier, ach so, ein... Ja.
Multipol. Multipol. Nicht hier. Wie? Also nicht also anwesend, ja. Da schreibt gerade jemand, Multipol, wir lieben dich. Aber es war... Das war schon davor, oder? Das war, bevor ich das da rausgezogen habe. So, Multipol, du hast wieder die Wahl. Torge Tick oder Noctowl. Ist er denn da? Multipol. Da schreibt moin. Moin, erstmal moin. Moin, erstmal moin. Na? Wie geht's dir? Recht. Er will Torge Tick. Ja, guter Pick, glaube ich auch. Ja, klar. Ich glaube, 3 Holos. Ey, ich hab's bei mir, also bisher. Du hast gesagt, deins wiegt gar nichts. Nee, aber wo ich hab das Shining Steelix, glaube ich, erfüllt. Das, was ich gezogen habe? Ja. Ja, ich muss wie hier wieder. Hab ich gesehen schon, dass das schwer ist. Ja, aber allen Ernstes, das wiegt sehr viel, das Pack. Also, das ist wirklich. Die Box ging auch rechts runter. Ja. Wegen dem Pack jetzt. Können sein, dass nur Holos sind. 1, 2, 3. Okay. Multipol. Du startest mit einem Light mit Choke. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Ja. Duck Fluffy. Das ist auch nice. Und wieder 3 Entwicklungen bis dato. Sehr stark. Liga, ja. So, jetzt kommt, was kommt dann? Das ist wie die Energie. Wir kriegen Europe jetzt noch, wir kriegen Sonnenkern. Nee, aber Liga, wenn Liga zuerst kommt, kommt nur noch Sonnenkern. Nee, jetzt kommt erstmal Seal, glaube ich. Nee, Unknown T. Unknown T hat gegönnt bisher, glaube ich. Also, wer Unknown T hatte, der hat noch nur was Dickes jetzt bekommen. Pineco. Mantine. Mhm. Unknown. Ey, hatte ich auch. Hattest du auch? Und die hatte ich auch, Mantine. Ja, das war das mein Pack. Gerade auch, da war der Radio Tower drin. Oh. Aber Radio Tower werden wir ja nicht zweimal haben. Rowlet, geil. Ja. Das süße Pucano. Ich glaube, eine haben wir noch dazwischen. Das T steht für Trainer. Nee. Nee, Trainer ist es nicht. Ich finde es halt trotzdem cool. Dark Ariados. Vor allem finde ich an dem Pokémon diese Schattierung sehr geil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die geil finde oder nicht. Also das Dark Ariados finde ich sehr schön. Das Slowking hat ein sehr eigenartiges Artwork an sich, also der Stil halt. Aber das finde ich wieder cool. Ey, es ist keine Trainerkarte. Und hast davor ein paar schöne Karten gehabt. So. Ich mag die Dark-Karten. Und da waren auch 3 Light-Karten am Anfang und 3 weitere. Ja, also der Start war gut. Das ist es. Was hat ein Pack gekostet? 720 vor Rabatt. Es waren, glaube ich. Speed-Heinz. Oh, Speed-Heinz, der letzte Mal das Pack noch geklatscht hat. Speed-Heinz, da war aber nicht so schnell dann. Nee, der hat auch. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat aber auch keine Holo bekommen beim letzten Mal. Da ist Speed-Heinz. Letztes Mal war er noch da. Ich sagte, du solltest Noctowl nehmen. Ich würde auch, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde auch Noctowl nehmen, glaube ich. Aber welches? Rechts. Ja, ich muss erst das linke anheben, um das rechte ranzukommen. So. So, Speed-Heinz. Speed-Heinz, schreib gerne nochmal, was du letztes Mal bekommen hast. Ja, Speed-Heinz, lass uns das mal wissen. Ich meine, du hast keine Holo bekommen, oder? Beim Base-Set? Wer hat's geöffnet auch? Das letzte. Ich glaube, das warst du. Nee. Doch, Speedhounds hat da wieder. Okay, gut geöffnet. Zack. Bibor. Das hat Dalu aufgemacht. Wer hat das aufgemacht? Safe, Dalu. Nein, ihr seid ehrlich, aber auch. Nicht rollen jetzt. Safe hat Dalu dir einen Bibor da rausgezogen. Das ist jetzt wichtig, was du sagst. Könnte die Holo ändern. Grill, ja. Ah, okay. Dann ziehe ich dir jetzt was. Light mit Choke. Geil, Tobi. Das ist aber cool. Haben wir auch noch nicht? Haben ich wir glaube, es? Einmal. Einmal habe ich gesehen, glaube ich, ja. Dark Fluffy. Auch okay. Auch schön. Geil. Rowlet, sehr nice. Mail from Bill.
Als wir die das erste Mal hatten, hatten wir einen Radio-Tower hinten. Ja, aber der ist ja jetzt schon. Ja. Cyndaquil. Das reimt sich nämlich. Mail from Bill Cyndaquil? Ja. Boah. Auch sehr gut. Und Lavita reimt sich auf Tyranitar. Das wird jetzt nämlich passieren gleich. Reimt sich aber auch fast auf Light Sun Flo Ra. Lady Bar. Ah, hatten wir schon mal. War das danach das gut oder schlecht? Auch, das ist aber auch ein Artwork. Slugma. Slugma. Und jetzt? Unknown X. Das ist die Rare. Das ist die Rare. Ein Rare Unknown. Es gibt 4 Rare Unknown Karten. Ich weiß nicht, wo ich das einordnen würde persönlich. Ich finde es geil, weil ich hatte gerade die Idee, jetzt wo ich das T und das L schon habe, dass das geil wäre, wenn du deinen Nicknamen in Pokémon-Karten mit den Inkognitos so in einer Reihe in so einem Rahmen hast. Ich glaube, wir haben viele Ls zwar im Chat, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß nicht, wo ich Unknowns einsortieren würde. Also ich hätte mich da, also ein Holo ist natürlich geiler, aber über Unknown X hätte ich mich mehr gefreut als über eine andere. Noch drin? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Weil mit einem Unknown Rare könnte man ja 3 Unknowns in einem Pack haben. Ich weiß nicht, ob ich das schlimm finde. Also es ist nicht das Schlechteste, was du hättest bekommen können. Wenn ich eine Non-Holo gehabt hätte, hätte ich das X gern genommen. Aber sind die schlimmer als jede Trainerkarte? Glauben? Nein. Also stell dir mal vor, du hättest Radio Tau. Nein, Quatsch. Inkognito ist doch geil. Jedes Pokémon ist ja besser als ein Trainer, oder? Ja, safe. Okay. Rocky 3052 ist up next. Weißt du, was wir auch noch gar nicht gemacht haben, seit wir sitzen? Wir haben nicht einen Schluck getrunken. Ich hab schon. Wann? Wer war's? Ich glaube sogar, da kam sogar ein Holo raus bei dir. So. Ohne Ansage? Ich glaube wirklich, ich hatte einmal getrunken und da kam ein Hit. Orochi ist da. Oder wie Trilux dich als Supporter und Sub nennen würde, Rocky. Rocky, was geht? Links oder rechts? Ich weiß, welche ich wieder genommen hätte. Links. So, Rocky. Pass auf. Das ist da schon so lang. Da lag die ganze Zeit ein Hit auf der linken Seite. Ja. Also die oben? Also von dem Pack schicken wir dir ein Foto am besten. Ja. Nee, guck mal, das ist super hier. Okay. Oh Gott. Nein, das ist super. Hast du 2 Karten mit? Ja, guck mal. Okay. 1, 2, 3. Wir haben jetzt aber, wann war die letzte Holo? Ist ein bisschen her, ne? Jetzt ist, glaube ich, jetzt wird es mal wieder Zeit. Also wir haben fett gestartet, jetzt haben wir sehr viele, Rochi hat das Noctowl genommen. Du startest mit einem Duck Flaffy. P? Hatten wir P schon? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, hatten wir schon. Geil. Aber das finde ich immer, das hätte ich auch gern. Light Wigglytuff. Puff. Tuff. Hm. Ah. Die Energiekarte? T. Pinico und Gligar, die kommen aber auch immer zusammen. Mantine. L. T, L und P schon. T, L, P. Jetzt stell noch eine Rare Unknown vor. Ich hätte es cool gefunden. Vulcano. Remoraid. Jawohl, da sind wir doch. Dark Ampharos. Nenn ihn mal wieder nach Boden. GZ. Die haben echt, also die haben keine einzige Printlines, die Holos. Also wirklich nix. Die Holos sind insane. Okay, wie sieht jetzt die Statistik aus? Ich glaube, wir sind 6 bei. 6 auf 15. Okay, 3 Packs noch, dann sind wir bei der Hälfte. Oh, wir sind wieder drüber.
Sieht nice aus. Also wenn ihr die einschicken wollt, macht das, weil die Holos, also da ist nicht ein Kratzer, keine Printline, gar nichts. Die sind unfassbar geil. Oroki GZ. Das hast du selber Oroki gesagt. Ja, ich weiß, war Absicht. Ja, also, ich sage. Nein, du machst das nicht mit Absicht. Leider hast du unten rechts hier ein bisschen Whitening. Wir haben noch... Ja. Aber leider nicht die... Leider nicht die erste Entwicklung. Stimmt, die haben wir aber auch. Hab die ich die? Bleib, wenn die einer von uns, kann man ja überlegen, ob man dem dazulegt. Also ich habe ja gesagt, ich schulde noch ein Giveaway eigentlich. Wenn ich die jetzt drin hatte, schicke ich dir die mit. Ich schau nochmal ganz schnell. Ihr seht da übrigens einmal, wie ihr die dann zugeschickt bekommt. Das wird natürlich alles schön eingetütet. Ich meine, habe ich die nicht gehabt? Nee, leider nicht. Nee. Habe ich mich vertan. Aber vielleicht kriegen wir ja noch was. Ich habe ja noch eins. Da müssen wir eine Holo-Reihe mal voll machen. Warte mal, ich leg das nochmal kurz hier. So. Aber herzlichen Glückwunsch. Ist eine Holo. Ja. Okay, Dalo, zieh doch mal dein eigenes Pack. Du darfst sowas nicht immer sagen, weil wenn das passiert, wirkt das alles immer geskriptet, weil bis jetzt hat das immer alles geklappt. Nee. Aber wir haben Shipping Young und Bällchen. Ja. Ihr seid da? Okay. Auf. Ich mach's leider auf. Links. Alle wollen das Knocked Owl haben. Jetzt haben viel wir endlich Glück. Viel Glück. Sind beide vor Ort hier? Okay. Mhm. Trinken, Lennart. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken da, alle. Habt ihr alle was zu trinken? Okay, ihr hoffentlich zu Hause auch. Ich muss gleich auch noch schnell. Gerade hatten wir den Radio Tower für Matthias N., der auch hier war. Da haben wir haben nicht getrunken für Matthias vorhin. Vielleicht war das der Fehler. Ich muss kurz hier hin, damit ich auch was trinke. So, Chipinyang und Bällchen. Das hat dem Almduder schon Glück gebracht. Der ist gar nicht mehr da. Der ist weg. Der ist echt abgehauen. Einfach sofort nach Hause. Der Almduder ist gegangen nach seinem Hit. Unknown Sea. Haben wir vielleicht noch gar nicht gehabt. Pokémon Personality Test. Weißt du, wer die auch hatte? Ne? Der Almduder. Ja? Was hat er denn für ein... Ach, deswegen ist er weg. Deswegen kommt jetzt aber was. Es kommt jetzt was. Mantine. Pineco. Unknown T. T haben wir aber auch. Das bringt Glück. Dann bringt das jetzt Glück. So wie Remoraid. Da hast du dich auch schon mal gefreut. Die habe ich auch gehabt in meinem Pack. Growlithe ist aber sehr schön. Sind wir schon dran? Unknown L. Wieder T und L. Unknown L. Und C nicht vergessen. Lavita. Wie? Das ist gut. Oh, oh, aber ist aber stark. Für eine Non-Holo? Light Dragon ist eine schöne Karte. Also ich würde sagen, das ist eine der besseren oder der besten Non-Holos. Also ich finde die sau schön. Vom Artwork her ist die mega nice. Die wären Holo sicherlich auch schick gewesen. Ja, aber das war ja bei hier Dragonair hat das ja nie verdient. So Dragonair ist ja auch die schönste Rare im ist das Base? Base gibt's auch in Dragonair, was ja, schick Dragonair ist auch ja eine sehr schöne Rare, aber Non-Holo natürlich. Hm. Ich hätte doch eine Evolution gerne gezogen. Ich glaube, wir sind jetzt beim letzten Pack vor der Halbzeit. Nee, ich muss noch eins und du noch eins, oder? Ja, wir sind bei 6 von 16. Okay. Bei der Mitte, bei 18, machen wir dann eine kurze Pause. Ein Giveaway für euch. Wir können hier nochmal pinkeln. Und hier machen wir auch eine kleine Tombola vor Ort. Ja, Giveaway wird dann noch gestartet. Ja. Ich guck mal eben, dass wir das mit dem Giveaway auch gleich hinbekommen. Ja.
Haben die Mods da schon auf dem Schirm? Könnt ihr mir sonst irgendwo kurz schreiben, während Lennart das macht? Gleichmacher? Der ist da. Oh. Du hast eine schöne Auswahl. Hätte ich auch genommen. Wir haben noch gar nicht so viele Celebi-Packs gehabt, gefühlt. Ich glaube, die haben wir irgendwie alle nach unten gemischt. So, Celebi für Gleichmacher. Oh, das geht nicht gut auf. Ah, doch. Du machst diesmal wieder so auf. Du machst den ja oben auf. Na doch, aber er ist hier direkt aufgesprungen. Oh Gott, warum hast du die Karte gefalten? Oh, sorry. So, 1, 2, 3. Okay, Gleichmacher, viel Glück. Du startest mit dem Dark Omenite. Mhm, was ist das für eine? Energie Amplifier, der. Aber pass auf jetzt. Oh! Hatten wir noch gar nicht. Das stimmt. Das ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Rowlet. Rowlet. Immer schön, immer schön. L? Unknown L. Glaub mir, das war's. Wenn du das T bekommst, dann klingelt's gleich. Das hat doch bis heute noch nie geklingelt. Bei mir hat's geklingelt. Wobei ich glaube, mein Elefant war wahrscheinlich die schlechteste Holo, die du ziehen kannst. Ja, aber guck mal hier. Ich glaube, das wird was Gutes. Ja! Scheiße. Eine Mail from Bill. Slug mal. Guck mal, wie glücklich es ist. Also Gleichmacher guckt genauso wie das Ladybug gerade. Holo. Dark Porygon mit einem fetten Swirl auf der rechten Seite. Die Holo-Folge ist schon geil. Die haben wirklich, die haben keine einzige Printline. Alle nicht. Die sind perfekt, die Holos. Das ist ein schönes Holo-Pattern. Ja, die glitzern auch so schön. Das ist. Oder habe ich da einen Printline gesehen? Ich glaube nicht. Stark. Dann sind wir aber bei, ich glaube. 7 von 17? Ja. 7 zu 17. Ja, die haben vielleicht in den Corners immer. Die hat ein bisschen Whitening oben, aber. Ist euch schon aufgefallen, das Ding? Ich hab die Karten hier. Ja. Ja. Nimm du den Top, oder? 7 von 17. 12 Holos sollen wir haben. Und wir haben schon 2 Shinings auch. Ja, wir haben schon 2 Shinies, das stimmt. So. Alu macht das letzte Pack, dann haben wir Halbzeit. Und Giveaway Time. Wo bist du denn? Hast du dich da rausgemischt? Ich wäre, glaube ich, lieber in der ersten Hälfte dran gewesen. Bis jetzt ja. Oh, da haben wir nochmal Lean und Apolimarus. Pack 1 war keine Holo, glaube ich, für die beiden. Lean. Lean war auf jeden Fall bei dir im Chat. Ja. Was soll's sein? Oder vielleicht schreibt jetzt Apolimarus. Lean oder Apolimarus? Die bekommt einen extra Toploader, das Ampharos nicht. Doch, die haben alle einen Toploader. Also wenn Lennart seine Karten mal zeigen will, ja, wegen den Toploadern. Alle Karten werden sogar getoploadert, auch die Non-Holos. Also rechts wird gepickt? Rechts, ja. Ja. Ich nehme mal schon rechte Pack schon mal raus, Lean. Dankeschön. Hier. Alle Karten werden verschickt in einem Toploader. Ja, Sascha packt die, weil das sonst zu lange dauert. Sascha packt die alle separat nochmal hier in Card-Saver rein. Die waren in einer Tüte. Also keine Sorge, kommen alle Tipp. Und dann habt ihr noch ein Tütchen damit. Und die Holos auch nochmal separat im Tütchen. Ja. Beim Pokref kriegst du nur die Holo in Card-Savern. So. Dann ganz viel Glück jetzt an Apo. Solin, sind beide da? Ich glaube, die sitzen wahrscheinlich nebeneinander gerade, Lean und Apo. Ich glaube, Lean hatte keine
Hatte keine Holo. Was heißt, jetzt geht ein Abbruch? Jetzt geht ein Abbruch. Hatten beide einen Togetic? Haben sie ein anderes Pack genommen? Boah, ich weiß es nicht mehr. Aber ein Jigglypuff. Die haben wir noch nicht so oft gehabt. Team Rockets Evil Deeds. Alles gesehen? Ist gut, ist gut, ist gut. Tyranitar hatte Vlieren. Tyranitar? Wir haben Tyranitar gezogen. Ich glaube nicht. Haben wir einen Tyranitar gezogen? Nee, oder? Nee. Nein. Ach, ein Tyranitar-Pack? Ach. Ah, jetzt, okay. Lennart, okay. Bitte dich. Achte auf den Kontext. Growlithe. Mail from Bill. Ey, war gerade ein Holo. War gerade ein Holo. Cyndaquil. Das ist gut. Das wäre echt gut. Lavitar. Auch gut. Light Sunflora. Jetzt musst du mal kurz warten, weil ich muss neue, ja, neue Sleeves auspacken. In der Zeit gucken wir im Vergleich zu Ladybar, wie glücklich das hier ist. Okay. Oh. Oh. War gerade aber auch die Holo hinter. Und? Dark Ariados. Haben wir zweimal gehabt jetzt schon. Aber bitte nicht beide mal für Bleeden. Nee. Dark Ariados. Nee, Dark Ariados ist noch nicht so lange her. Bleeden, nein, aber Omega Lull, was war, Bleeden, was war euer erster Hit? Ihr habt nicht wirklich beide, zweimal Dark Ariados bekommen gerade, oder? Nimm nochmal. Bitte nicht zweimal Dark Ariados. Da müsst ihr euch aber wenigstens nicht streiten. Mit Champ. Ach, die hatten das Pack mit der Triple-Entwicklung dann. So, ja, gut. Das war voll gut. Okay. Das war die halbe Box. Wir sind bei der Halbzeit. Ich mache sie mal wieder zu. Weil wir machen jetzt eine kurze Pause, damit wir hier nochmal pinkeln können. Und wir machen eine Verlosung. Und zwar hat jeder von uns, Dal und ich, zwei 151 Top-Trainer-Boxen zum Verlosen. Wir verlosen jetzt jeweils eine im Chat von Dalu, eine bei mir und am Ende des Openings machen wir das nochmal. Ich hoffe, wir bekommen das wieder so hin, dass die Mods das machen. Command, um sich ins Giveaway zu machen, wäre Ausrufezeichen Card Buddies mit YS hinten. Vielleicht können die Mods nochmal bestätigen, aber ob das so funktioniert. Wartet erst, bis das ready ist. Ne? Ja. Also wartet erst, bis die Mods jeweils das Go geben, dass das bereit ist, sonst bringt das nichts. Mod-Check wird gerade gemacht. Ja. Swiftcast, sagst du auch, ab wann es losgeht bei mir? Also, dass du einfach schreibst, ab jetzt geht das? Keiner hier mit Nightbot wird geschrieben, schreibt Eskadin. Wer hat das denn das letzte Mal gemacht? Ja, warte, geht schon seit Anfang an. Okay, dann könnt ihr bei mir loslegen und bei dir warten wir noch. Ed ist nicht da und ich glaube Gwen auch nicht. Sonst hat keiner Rechte. Hast du keine, gibt es keine Leute, die bei dir Rechte haben im Chat? Ja, scheinbar nur die beiden. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich mich hier selbst einloggen kann. Ich muss mal gucken, ob ich das... Da würde ich jetzt aber mal anrufen. Ich schau mal, ob ich es selbst vielleicht machen kann in der Zeit. Scheiße, was hat Nalik geschrieben? Nalik hat wieder irgendeine Beleidigung geschrieben. Ich würde so gerne hochscrollen bei dir im Chat. Ich probiere mal mein Glück. Gwen ist gleich da und macht ready. Alles easy. Kannst du, hat Nalik gerade geschrieben. Okay. Ja. Kurze Geduld. Okay, also bei Trill im Chat einfach warten, dann machen sie sicher die Mode-Only wieder aus und dann könnt ihr wieder anfangen. Da guck, Gwen ist da. Gwen ist doch schon da, okay, perfekt. Gwen, wir wollen eine Nightbot-Verlosung machen. Für die Karmesin und Popo 151 Top-Trainer-Box. Hier seht ihr, was da drin ist. Wir haben 9 Packs, wenn ich das richtig zähle, von 151. Wir haben ein paar Trenner für die Karten. Wir haben Sleeves, wir haben die Tokens, wir haben Würfel, wir haben einen dicken Stapel Trainerkarten. Habt ihr noch? Und das Wichtigste, die Relaxo-Promo. Die ist super. Die ist sehr cool.
So, Chat, es reicht übrigens immer grundsätzlich, wenn ihr das einmal schreibt, dann seid ihr automatisch mit drin. Wir lassen es jetzt einfach laufen. Wenn genau. Ben auch so das ready ist, machen wir kurz wieder Pause. In der Zeit läuft das Giveaway und wenn wir wieder da sind, lösen wir auf. Richtig? Genau. Also Wir warten kurz noch auf Gwen. Und sobald Gwen das Go gibt, könnt ihr mit Ausrufezeichen Card Buddies euch ein Ticket sichern. Ich hoffe, Gwen hat das Go schon gegeben, denn da wird ganz schön gepusht. Ich glaube, gerade wurde Emote Only rausgemacht. Das hat Gwen wahrscheinlich gemacht. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ready ist. Dann machen wir einfach jetzt kurz 5 Minuten Pause. Genau. Schaut natürlich auch gern in der Zwischenzeit bei den Card Buddies vorbei. Ja. Wenn ihr zum Beispiel diese Top-Trainer-Box käuflich erwerben möchtet, könnt ihr das machen. Dalu hat einen Rabattcode, der heißt DaluCard. Meine heißt Trilux. Dann könnt ihr 5% sparen. Natürlich nicht nur auf diese Top-Trainer-Box. Auf alles und sogar auch auf die nächste Box, die wir im Anschluss announcen werden. Da könnt ihr mit den Codes auch 5% sparen, wenn ihr euch ein Pack holen möchtet. Das aber am Ende. In der Zwischenzeit machen wir hier jetzt auch eine Tombola. Machen eine kleine Pipi-Pause und dann sind wir in ein paar Minuten da. Ihr hört gleich schön Musik und habt eine geblurrte Cam, wo ihr uns hier ein bisschen rumlaufen sehen könnt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ausrufezeichen Card Buddies, holt euch einen Slot. Hallo, hallo. So, ihr habt noch das Bild von der Übersichtskamera. Wird gleich wieder zurückgemacht, dann muss ich noch ein bisschen aufräumen. Aber wir können die Gewinner ziehen im Chat, wenn das nicht schon gemacht wurde. Wir können es ja nacheinander machen. Erst der eine Chat, dann der andere. Nalakesh hat bei mir gewonnen. Ich habe es gerade gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Nalakesh. Gibt eine schöne Top-Trainer-Box von 51. Seht ihr gerade noch nicht, aber habt ihr gerade gesehen. Es gibt noch ein Giveaway am Ende, richtig? Ja. Ja, es kommt noch ein Giveaway. Also bleibt gerne noch hier. Kommt nochmal eine 151 und ich komme noch auf 5 schöne Hits. Wer hat bei Trilux gewonnen? Haben wir schon gezogen. Ansonsten kannst abfeuern, Gwen. Wir achten auf den Nightbot im Chat. Der müsste dann sagen, wer gewonnen hat. Und ich glaube, Kamera kann auch jetzt wieder rüber. Dann ist fertig. Danke. Da ist die Box. Tada. So, was? Xeli TV. Xeli TV. Vielleicht könnt ihr das auch bei WhatsApp in die Mod-Gruppe reinschreiben, dass wir das nochmal irgendwo. Ja, dass wir es irgendwo festhalten, damit man die Leute noch anschreiben kann später. Herzlichen Glückwunsch. Ihr bekommt jeweils eine Top-Trainer-Box nach Hause geschickt. Wir werden euch dann kontaktieren per Twitch-Whisper. Schaut, dass eure Whispers public sind. Und dann kriegt ihr die nach Hause. Kriegen auch eine Karte, oder? Können wir auch machen, ja. Also ihr kriegt auch nochmal, wir wissen noch nicht welche, aber wir haben ja unsere schönen Autogrammkarten. Der kriegt da eine von mir, eine von Dalu. Ja, so machen wir das. Okay, so. Halbzeit. Wir haben gerade noch mal gequatscht mit den... Du willst also die Info rausgeben. Ja, wir haben ein paar Insider-Infos von Matthias N. Von Matthias, der Radio Tower. Kontext ist wichtig. Matthias N., aka Radio Tower, hat gesagt und analysiert, ihr solltet Tyranitar-Packs nehmen. Da kam noch keine Holo raus. Wir haben noch 5 Holos in der Box. Wenn wir nicht eine wilde Error-Box mit mehr Holos haben, haben wir beim Poker-Ref ja auch hin und wieder mal gesehen. Aber theoretisch haben wir... Das ist natürlich auch eine wilde Theorie. Das wäre geil. Wir haben 7.12. Das ist jetzt gar nicht die Chance. Celebi hatten wir aber auch noch nicht viel. Wer war denn dran? Habe ich das letzte Pack aufgemacht oder du? Ich. Du bist dran. Matthias muss doch wissen, oder? Du hast doch... Ich hatte... Achso. Du hast angefangen... Du hast das erste Pack aufgemacht. Aber ja, letzte Mal, es gab ja eine Statistik fürs letzte Opening, richtig? Ja. Und da war es so, dass aus jedem Booster-Pack vom Design her je 4 Holos kamen. 4 Holos aus Glurak, 4 aus Bisafluff, 4 aus Turtok. Okay. Wenn das hier auch der Fall wäre. Das ist noch nicht confirmed. Aber genau, ich glaube, Ausrufezeichen Box könnt ihr machen. Mein Mod Eskradin hatte eine komplette Auswertung gemacht im Spreadsheet. Da könnt ihr dann auch immer gucken, wer welches Pack hat und wer was rausgezogen hat. Also da nochmal ganz, ganz viel Liebe an Eskradin. Ich weiß nicht, ob du den Fehler auch schon hattest. Ich habe meinen Mods heute, als ich im Auto war, per Discord geschrieben. Aber haben sie anscheinend, guck mal, haben sie doch. Ah, ja, genau. Da, Puls der Openings, da steht's. Genau, da könnt ihr auch immer danach gucken. Unten wahrscheinlich die Registerkarten. Da könnt ihr gucken, wer was gezogen hat. So, nächste Person, Daniel. Oh. Daniel H. Daniel H.? Okay, da müssen wir herausfinden, wer Daniel H. im Chat ist. Ist ein Daniel H. im Chat und kann man das irgendwie... Agrobet schreibt hier,
Und Agrobat ist bei mir sehr vertrauenswürdig. Deswegen, wie können wir es überprüfen? Ja, wir können wieder den letzten Buchstaben vom Nachnamen zum Beispiel nehmen. Die letzten zwei vom Nachnamen, Agrobat. Ich traue ihm. Jetzt hoffentlich enttäuscht er mich. Ich glaube, das ist Chef der Schwätzer. Was ist noch? Nein, ich schwöre. Z-E? Ja, also, okay. Wir kennen ihn doch. Ich kenne doch Agrobat. Agrobat, willst du ein Celebi oder ein Knockdown? Rechts bitte, das Celebi. Oh, danach gibt es ein Tyranitar zur Auswahl. Okay, Agrobat. Aus Dalus Chat, ich mache aber deinen Pack leider auf. Oder? Leider? Vielleicht? Ja, guck mal hier. Ich guck. Das ging wieder gut auf. Mhm. Boah, clean. Sehr gut, sehr gut. Okay, mal gucken, wie wir in die zweite Halbzeit starten. 1, 2, 3. Sag mir, ich hab's gelesen. So, Unknown P. Deine erste Karte, Agrobat. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Light Vaporeon in einer PSA 9. Schon 80 Euro. Das ist aber eine schöne Karte. Ja, und die Zentrierung bei der sieht besser aus. Also vielleicht hast du sogar Glück und kriegst eine 10. Light Golduck hatten wir auch noch nicht so oft, oder? Ja, oft. Also hatten wir schon mal. Kill geht gut los. Lights und Flora. 3 Lights. Hoffe, es wurden sich die Hände gewaschen. Na klar. Deswegen machen wir ja die Halbzeit. Swinub. Nebulak. Chope. Aber mal andere kommen Karten. Also ja. Schon nicht schlecht. Unknown S. Ja. 2 Unknowns. Porygon. So, Europ. 5 Holos haben wir noch drin. Starten wir direkt in die zweite Halbzeit mit einer Holo. Nein. 3 Unknowns bekommst du. Unknown G. Aber wieder ein Rare Unknown. Das ist ja. 3 Inkognitos. Also ich weiß nicht. Das ist natürlich ein Unknown an sich als Pokémon, aber ich finde es trotzdem nicht schlicht. Also ich finde, wenn also alle Unknowns haben, wäre schon eine gibt geile Sammlung. Gibt es Holo Unknown in dem Pack? Nein, ne? Es gibt kein Holo Unknown. Ich weiß, dass Inkognito A eine Holo ist. Das ist wahrscheinlich die einzige Holo, ne? Wenn das X keine Holo ist, wird Inkognito A wahrscheinlich die einzige Holo sein. Aber ich weiß nicht, aus welchem Set Inkognito A ist. Ich weiß nicht, ob das aus Neo Destiny war. Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht gesehen in der Holo-Liste. Also wo ist Inkognito A? War das Revelation dann? Vielleicht weiß es ja jemand im Chat. Trotzdem, ich finde Inkognito 3 Stück auch jetzt nicht schlecht. Okay. Und man muss sagen, Vaporeon war drin. In dem Pack. Also das ist eine gute Karte. Ja. Oh, Thomas L. Müssen wir wieder rausfinden. Da müssen wir raussuchen. Haben wir Thomas da. New Entdeckung, New Discovery war Inkognito A. Aber okay. GZ Agrobat. Finde ich super. Guck mal, Agrobat finde ich super. Geil. Ja. So. Thomas L. Irgendwie ein seriöser Chatter. Wer ist Thomas L. und hat hier ein Pack gesichert? Ah nein, wir haben keinen Thomas da. Ja, Thomas, du könntest das angekündigte Tyranitar picken, aber du musst dich melden. Hier, Sensei on Air. Dann Sensei, das müssen wir verifizieren. Weil wie, mit wie vielen? Nachname? Reicht da einer? Ja, die letzten beiden? Die letzten beiden vom Nachnamen. Das ist der Einzige, der... Theoretisch wird auch einer. Guck mal, bei mir hier, Hannes, Lull, ich bin Thomas. Nein, Sensei, wir brauchen erstmal kurze Verifizierung von dir, ob du das bist. Kannst du uns die letzten beiden Buchstaben deines Nachnamens nennen? Und danach nehmen wir natürlich das Tyranitar, wenn das stimmt. Wenn das ist. Wir nehmen aber wahrscheinlich, wenn er auch nicht da wäre, würden wir auch das Tyranitar wahrscheinlich nehmen. Ja. Ja, aber die hast du ja nicht
Hat er wahrscheinlich nie im Kopf. Bestellnummer hast du nicht instant da. Aber unabhängig davon hätte ich ja eh das Tailrenter genommen, selbst wenn wir ja. Also ich glaube, der Sensei bei dir im Chat? ER? Ja. Ja. Der Sensei ist es. Mein Chat schreibt nicht Hannes Lull. Aber der doch da. Aber Sensei hat kurz nochmal seinen Pass geholt und nachgeguckt. Okay, so, Sensei. Thomas, viel Glück. Nachname Lull schlägt um. Viel Glück. Drei. Okay, mal schauen. Oha. Oh. Das geht schon gut los. Darkwilava. Oh. Boah. Das ist ja jetzt schon ziemlich nice. Darkwilava sieht übrigens sau cool aus. Ja. Was zu dem Gengar? Gengar ist aber schon weg. Guck mal, hier sind noch die anderen Geister im Hintergrund. Sehr cool. Das hätte ich auch bei Gartic Phone hinbekommen. Nein. Haben wir einmal gehabt? Haben wir ja einmal gehabt, ja. Relativ am Anfang. Unknown V. Panfi. Bräuchte ich. Thomas, wenn du interessiert bist. Girafarik, das ist aus Knete. Auch erst einmal, glaube ja. ich, gehabt. Vulpix. Noch gar nicht gehabt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben es einmal gesehen. Ja? Okay. Heal Powder. Das ist schon gut, Thomas. Thomas, lass dir nichts einreden hier. Ein gutes Heal Powder. Dratini auch geil. Dratini. Ist das die letzte schon? Ja. Sicher? Ja, oder? Nee. Nee, Venonat, jetzt kommt's. Komm jetzt. Jetzt ist das Tyranitar Pack. Light Ledian. Aber. Ist non-holo. Aber das finde ich wieder cool. Ich finde die Artworks von den Light- bzw. Dark-Karten auch immer ganz nice. Ich glaube, Slow King hatte so das komischste Artwork davon. Ja. Ledian ist schon schick. Was hatten wir da vorher noch? War da Haunter und. Also, das Dark Haunter ist natürlich geil. Das Quilava. Ja, also die ersten beiden waren sehr stark. Vulpix ist auch ein schönes Artwork. Okay. Das heißt, wir haben 20 Packs aufgemacht, sind bei 7 Holos. Okay, jetzt. Also ich würde mir jetzt mal hier einen Dalu-Card hätte ich gerne mal. Gengar-Fan daher gut. Ja, guck mal, Sensei hat einen Haunter bekommen. So eine schöne Karte. Primaximus. Primaximus ist safe da. Primaximus auch mal reinchatten jetzt. Aus deinem Chat? Ja. Und jetzt. Hier. So, du hast nicht sonderlich viel Auswahl, aber links oder rechts. Das ist eine wichtige Entscheidung. Wenn du uns einen Gefallen tun willst, nimmst du die, genau, die linke, weil dann sind wir hier nämlich wieder break-even. Okay. Sind alle Packs schon verkauft? Ja, für dieses Opening schon. Nach dem Opening wird das nächste angekündigt. Genau, am Ende. Und dann gehen die im Shop der Card Buddies live. So. Kartentrick. 1, 2, 3. Trill mit seinen Muggelhänden muss jetzt mal zaubern. Was soll das denn heißen? Das finde ich. Also Excel, ich soll zaubern, ja? Ja. Dann legen wir damit mal los. Das ist aber schon geil. Dann am Zaubern. Dark Haunter. Lucky Stadium, ja. Was soll eine Muggelhände überhaupt heißen? Hat der ein Pack-Exit? Oh. Dann mache ich aber ganz vorsichtig auf deinem Pack. Das ist aber hier jetzt. Aber guck mal hier, was hier Zauber. Dark Pupita? Ja. Dark Octillery haben wir auch noch nicht allzu oft gehabt. Unknown V? Kilian sagt, Muggel halt, du zauberst nichts. Na, pass mal auf, Kilian hier.
Was ich den Primaximus jetzt hier rausziehe. Girafik. Girafarik. Vulpix. Heal Powder. So, jetzt pass auf. Lass mich doch nicht hier als Muggelflame. Pass mal auf. Light Lantern. Ja. Weißt du, was ich... Ist aber schwer. Ja. Freut man sich über ein Light Lantern? Also eigentlich der, schon ist alles besser als Trainer. Also das war so ein Ding, wo der Artist dann gemerkt hat am Abend, oh scheiße, ich muss noch ein Light Lantern zu Ende malen. Und da hat er 3 Stifte rausgeholt. Aber die beiden... Also die beiden sind sehr schön. Und ich finde, ich muss sagen, ich mag das Lucky Stadium. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben 2 Shinings. Ja. Haben wir jeweils eine gezogen? Ich hatte das Knocked Owl. Die Lix. Okay. Und wir haben jeweils am Anfang auch, jeweils einen dicken Hit noch gehabt, ne? Espion, ich hatte Gengar. Ja? Also bisher sind wir gut dabei. Wow, dann haben wir noch einen richtigen Knaller. Primaximus, immerhin nur 2 Trainerkarten. Ja. Ah, aber 2 gute trotzdem auch dabei. Dortex. Ist Dortex da? Bin da, Dortex. Was soll's sein? Links oder rechts? Togepi. Togetic. Ja, aber ist ja auch ein Togepi gewesen, ne? Ja. Und da sind die Tyranitas. So, ganz viel Glück, Dortex. Viel Glück, Dortex. Das Einzige, was riesig zaubert, ist später einen fettigen Meckesbarber. Okay. Wer hat das geschrieben? Franzi? Bei dir im Chat. Achso, das wird lustig, wenn das Franzi, bei dir im Chat. Das wäre schon witzig. Ah nein, da fehlt ein Stück. Dortex, das ist ein Zeichen, die Holo. Das ist ein Zeichen, dass du sein Pack komplett zerfleddert hast? Nein. Lass das so liegen. Ja. Du legst aber auch so hin, dass es richtig ist. Dortex, du musst mir vertrauen. Ja. Vertrau mir, guck mal. Oh, Togepi in einem, und dann Togepi in einem Pack. Das ist es. Das ist übrigens schön. Ja, guck mal. Guck mal, jetzt schon die Trainerkarten rausbaiten. Eine von 3 schon. Damit die am Ende nicht kommen. Ja. Und du hatten wir es einmal. Wahrscheinlich gönne ich ihm jetzt hier. Machop. Gastly, immer gut. Swinub. Mhm. Mareep. Oh, hatten wir jetzt lange nicht mehr gehabt. Ja, hatten wir am Anfang ganz oft. Am Anfang war es öfter dabei. Porygon. Unknown S. Kommt die Rare schon? Nee. Hitmonchan hatten wir auch am Anfang oft und stimmt. Dann nicht mehr. Der Supersonic Jab. Oh nein. Das ist nicht dein Ernst, Dom. Oh nein. Imposter Professor Oaks Invention. Nachdem du das mit seinem Pick angestellt hast. Dortex, es tut mir leid. Dortex. Du kriegst ein halbes Pack, eine Trainer. Dortex, ach Mann. Warte, was haben wir denn hier Positives noch gehabt? Gastly, Houndour. Togepi. Ich finde Togepi. Aber guck mal, Togepi mit einem Togetic-Pack. Das ist schon gut. Aber trotzdem hätte ich dir gerne eine Holo. Oder einen Nicht-Trainer gezogen, natürlich. Ja, wo sind die Holos? Aber also, Dortex schreibt gerade, er ist leider gerade krank wegen Grippe. Gute Besserung. Ja, gute Besserung. So. Der Ball leert sich langsam. Ich glaube, wir haben noch 2 Leute von hier, die noch auf ihr Pack warten. So, pass auf. Ich call. Ne, 3 Leute, du ja auch. Ja. Ich call, wir haben jetzt eine Person, die noch wartet. Du hast meins aber nicht drunter getan unter die Matte, ne? Eigentlich, ich hoffe nicht. Hast du meinen Namen nicht raus? Ja. Und Hiroyuki hat gerade auch hier im Raffle die Top-Trainer-Box schon gewonnen. So, glaubst du, Matthias N?
Also ich glaube, okay. Ich hätte jetzt Knockdown genommen. Ich glaube, ich wäre jetzt voll reingegangen. Also Radio Tower. Ich meine, aber guck mal, du hast schon eine Top-Trainer-Box gewonnen, also hat sich schon mal gelohnt. Also wenn das stimmt und es so ist wie beim letzten Mal, ja, dann sind 4 von den 5 fehlenden Holos in Despoter-Packs. Ja, aber beim letzten Mal hatten wir auch eine nicht gleichmäßige Anzahl Packs wohl. Nein. Also wir hatten 13 Turtok und 11 Glurak oder sowas. Okay. Wir gönnen jetzt. Wir legen es hier richtig schön 1, in Szene. 1, 2, 3. Von wo aus bist du hierher gefahren? Von wo aus bist du hierher gefahren? Oder wie lang? Wie lang bist du da gefahren? 4 Stunden. Man hat schon mal eine ETB mitgenommen. Ja, 4 Stunden gefahren. Eine ETB hat er schon gewonnen. Und jetzt? Und jetzt starten wir mit einer schönen Karte für dich. Chansey. Für eine Ankommen, würde ich sagen. Ist das ein guter Start? Heracross. Oh. Das ist gut. Da geht gut los. Sunkern. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem anderen Team noch zählt. Doch. Also ich weiß nicht, ob das noch... Also wenn ich das ziehe, zählt das. Guck mal, Remoraid hatte ich auch. Das ist jetzt das... Wenn das jetzt das L ist, dann klingelt es hier richtig fett. Ja! Oh, Mensch. Hey, das ist mein Pack fast. Warte, was hatte ich denn noch? Oh, das hatte ich nicht. Das hätte ich gern gehabt. Okay. Hatten wir auch schon mal einen dicken Hit dahinter? Ja. Okay. Was? Es ist keine Energie? Boah! Alter! Boah, da hat sich die Anreise gelohnt. God damn! Vorsichtig. Und die ist auch richtig geil, Alter. Holy shit. Zentrierung auch gut. Mann, wie geil diese Karten sind, ey. Die sehen echt gut aus, wenn die nicht in den Foils sind. Wir hatten die ja immer nur bekommen in den Foils. Ja. Und wenn du die aber so siehst, sieht die ja super crazy aus. Die sind so fett. Sehr geil. Kostet, lass mich mal kurz gucken. 800 in der 10. Letzter Verkauf, 800 Euro in der 10. Was sagen wir da? Vielleicht hast du oben links ein bisschen Whitening, vielleicht einen kleinen Dot. Eine schöne Karte. Aber eine 9 sollte es trotzdem easy sein können. Vielleicht hast du ja sogar Glück und hast einen guten Grader. Aber, boah, Mann, ey. Nice. Ey, ist das schön. Geil. Nice. Und dann hier noch die ETB gewonnen. Oh, da braucht man einen Card-Saver für. Ja. Einen Top-Loader. Ja, also, kommt ja eh. Aber wir machen jetzt schon mal. 3 Shinings haben wir gezogen. Das ist gut. Das ist fett. Leider kein Glurak, leider nicht das Celebi, aber... 3 Shinings ist natürlich schon mal statistisch gut. Aber vergleichsweise mit denen, die noch drinnen wären, waren wir ein bisschen unlucky. Aber 3 Shinies. Das ist schon mal gut. Das ist dick. Nee, ich habe nicht alle 3 gezogen. Dalu hat auch... Ich habe das erste gezogen, das Steelix. Das hättest du gerne. Ich finde den dunklen Hintergrund nicht so geil bei dem Steelix eigentlich. Ich hätte am liebsten das Celebi, glaube ich, gehabt. Marco der Gambler. Marco. Nicht hier. Er ist bestimmt in deinem Chat. Bislang ultra starkes Display, finde ich auch. Also... Ist Marco da? Leider nicht das Glurak, noch nicht das Celebi, aber ansonsten die Pulse sind sehr, sehr geil. Marco der Gambler. Da ist ein Marco, aber der Falsche. Wo ist er? Marco. Da, rechts. Da. Viel Glück, Marco.
Drück die Daumen, Marco. Jetzt natürlich wieder schwer, wenn da mal wieder ein Pull kam. Wie ist die Statistik? Wir sind bei 8 von 23. Das heißt, wir haben noch 13 Packs und 4 Holos. Das ist natürlich... 13 Packs, wirklich noch? Auf 4 Holos? Ja. So. Viel Glück. Und wir fangen stark an. Sehr stark. Dark Croconaw. Jigglypuff. Oh, Light Ninetales. Auch schon länger nicht mehr gehabt, aber die ist schick. Das sieht doch gut aus. Wenn wir mal ein Pack haben mit der Karte und dem Vulpix, die sehen nebeneinander, glaube ich, richtig cool aus. Vulpix wird jetzt noch kommen. Oh, wir sind wieder zurück. Oder wir sind wieder back bei den ersten Packs. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Dann kommt jetzt noch gleich das Blutzuck. Oh! Anna und T. Wo ist das L? Remoraid. Ja. T, L und Remoraid, das ist die Kombi. Hä? Aber die Kombi für was? Mantine hatte ich auch. Ja, aber was für eine Kombo soll jetzt passieren? Gerade war da auch die Holo wieder drin, oder okay, nicht? Okay, gut. Oh. Dark Ursaring. Hatten wir schon mal jetzt doppelt, zum zweiten Mal. Also die erste Rare, die wir zweimal hatten. Aber du hattest das Dark Croconaw, das Light Ninetales. Ich würde trotzdem sagen, für ein Non-Holo-Pack war das ein gutes Pack. Jetzt noch irgendwie so eine Combo, also eine Entwicklungsreihe. Ein Vulpix wäre noch schön gewesen, wenn. Oh, Dark Ariados hatten wir auch zweimal, sagte Domme gerade. Stimmt. Haben wir doppelt. Und Unknown, bitte, das zählt nicht. Okay. Wir machen weiter mit niemand Geringerem als Chris Mode, 91, ist hier. So, traust du dich? Ah ne, wir haben leider kein Doranita. Jawohl. Celebi. Hätte ich auch genommen. Hätte er genommen, der Lennart. Der war ein bisschen fucked. Was hast du gesagt? Der war gut. Wo auf der Cardbuddy-Seite finde ich denn das nächste Opening? Das findet ihr später unter Events, aber ist natürlich jetzt noch nicht live. Aber wenn ihr auf der Seite seid, bei Events steht dann da Boxbreak. Aber erst am Ende, wenn wir die Box zeigen, geht's los. Hast du die Box hier? Zeigen wir die? Box habe ich nicht. Die ist hier, die ist nicht hier, die Box. Drei. Okay, wir müssen trinken. Ja. Für Chris. Ist die letzte Person, die hier ist, die noch ein Pack dran hat, ne? Okay, dann... Und ich. Und Dalu, stimmt, Dalu. So, wir starten mit Heracross. Ich habe einen Kartentrick gemacht, ne? Ja, habe ich. Das ist die Rare jetzt. Welche? Team Rockets Evil D. Anon Z. Noch nicht so oft gehabt. Das ist ein Banger. Oh nein. Oh, es ist Gliga drin. Dann ist. Ja. Es geht wieder los. Jetzt hier. Oh! Totodile haben wir eine Weile wieder nicht gehabt. Vielleicht doch mal was anderes. Mantine? Nein, das gehört auch dazu. Ach. Ja, aber. Das ist doch Quatsch. Wo ist das L? Das kommt nach Remoraid. Ich glaube, wir sind jetzt beim Hit. Bist du sicher? Nein. Oh Gott. Hot Wave Machine. Du solltest nicht rüber gucken. Ah, das tut mir leid. Ich das L war nicht drin. Du brauchst das L noch dazu. Was haben wir denn noch in dem Pack gehabt? Ja, ich guck kurz. Totodile. Hm? Leg mal die auch noch da. Welche die? Ja, die. Ja, Sunkern. Ja.
zwei Unknowns. Ja, aber guck mal. Aber hier? T und Z. T und Z. ärgerlich. Ach. Ah, das tut weh. Das war leider nicht gut. Besser als mein Pack, schreibt Dortex. Aber du hast auch keine. Hast du einen Trainer gehabt, Dortex? Stefan superschlau. Wir testen jetzt mal, ob Stefan wirklich superschlau ist. Stefan müsste da sein. Ja. Rechts, er geht direkt für das Tyranita. So. Ich hab Stefan. Oh, aber sag mal, super schwer. Ey, wir haben aber kaum. Aber wir haben doch schon deutlich mehr als 8 Knockouts hier gehabt. Ja, vielleicht nimmt die auch keinen und das wirkt nur so. Ey, also ich bin mir ganz sicher, dass wir deutlich weniger Tyranitas und Celebis haben. Wir sind bei 8 Holos auf 25 Packs. Ja, clean. Stefan, da kommt was. Okay, Stefan, viel Glück. Hey, pass auf, wir fangen jetzt stark an und beenden mit einer Holo. Das Energy Stadium. Light Venomoth. Einmal bisher gehabt, glaube ich. Jigglypuff. Würde ich auch sagen, Jigglypuff ist auch im guten Mittelfeld mit dabei. Slugma. Geht so. Ladybar. Oh nein. Aber es hatte schon mal zu einer Holo geführt. Und einmal zu einer Trainer. Light Sunflora. Swinub. Spinup. Gastly. Mhm. Machop. Sind wir schon bei der Rare? Nein. Nein, S. Unknown S. Oh, ist eine Holo. Das ist eine Holo. Es ist eine Holo. Ich habe ja erst Dragonair wieder gesehen. Light Dragonite. Ist aber stark. Raguan. Ich hatte erst Dragonair wieder gesehen, weil ich den Holo-Effekt aus meinem Sicht nicht sehen konnte. Vielleicht so ein bisschen, weil ja, wir haben sehr krasses Silvering an der leider auf meiner Seite. Pack dir erstmal ein. Ja. Puh, oh, sah erst nach Dragonair aus. Siehst du das am Rand rechts? Ja, hat ein sehr starkes Steering abbekommen. Also, doch, hier, ihr seht ja, das Funkeln an der Seite. Das hatten aber ein paar. Das haben viele der Holos gehabt. Aber das glaube ich normal. Ich habe so gerade noch schon eine 10 zurückbekommen. Da achten die vielleicht nicht so drauf. Man sieht den Holo-Effekt kaum. Aus ja, das aus ist, meiner Sicht. Du hast hier ein Swirl. Auf der Höhe ungefähr. Vielleicht kann ich es einfangen. Ja, da links. Da ist ein Swirl. Immerhin sieht man den. Geil. Geil, geil, geil. Zentrierung ist insane gut. Von hinten sieht die auch ganz gut aus. Unten rechts hast du leider, ja, wobei unten rechts ist leider ein bisschen weiter. Aber eine Holo. Das heißt, wir haben 9 von 12 Holos. Der Dortex hätte gern von denen eine Trilaxo-Karte. Der Dortex? Ja, das, der hatte Imposter Oak. Ja, ich komme, das können wir, glaube ich. Kriegen wir das hin, eine Trilaxo? Hier, Dortex dann. Für Dortex. Dann kriegst du dein Trilaxo. Und gute Besserung nochmal. GZ Stefan. Okay, 3 Leute kriegen auf dem Papier noch eine Holo. Was haben wir? 3 noch? 3 noch? Ja. Wir haben noch 10 Packs. 10 Packs, 3 Holos, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast du aufgemacht? Ich habe aufgemacht. Okay. Ich glaube, Dalu hat sein Kärtchen hier rausgenommen. Du willst unbedingt das letzte Pack haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Oh, Sergeant Yolo Mac MC Swag. Sergeant Yolo Mac Swag. Sergeant Yolo Mac Swag. Kriegt. Es geht los. Es geht los. Mit welchem Pack? Links oder rechts? Ich möchte mal kurz anmerken, ne? Dass alle Leute, die bei mir aus dem Chat ein Pack haben, sind alle Non-Sub.
Die gönnt sich hier das Pack für 700. Okay. Sergeant Yulomax weg. Wenn hier jetzt die Holo reinkommt, dann wenigstens mal ein Prime-Sub. Pack war halt teuer, ja. Pack ist natürlich wirklich teuer. So. Wird gemacht, ja, okay. Komm, dann gebe ich mir jetzt auch mal extra Mühe. Wenn die so aufgehen, ist das das Geilste, weil dann kannst du ja einfach rausziehen. So. Okay. So, 1, 2, 3. Okay. Für den Prime Sub. Von Sergeant Yolo Max weg. Light Ninetales. Geht direkt gut los. Mhm. Dark Omnite. Light mit Choke. Würde ich sagen, ist ein guter Start. Ja. Oh. Das könnte was werden. Aber mach Holo schon weg. Macho Mai, sorry. Ja, Macho Mai ist. War die Holo? Die war nicht Holo. Stimmt, die war gar nicht Holo. Unknown S. Ein Porygon. Ist bei den Pokémon-Karten immer die dritte Karte die beste. Die, in welcher Position die Rare-Karte ist, ist immer ist festgeschrieben. Deswegen machen wir den Kartentrick. Für die Erklärung nochmal, warum wir das off-cam machen vielleicht. Weil die... Ja, aber man hat ja keinen Vergleich jetzt. Also das wirst du ja jetzt nicht erkennen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast ja keinen Vergleich. Also wer das jetzt erkennt... Okay, schreib mal, ist das eine Holo oder Non-Holo jetzt? Auf jeden Fall, eigentlich sind die Holo-Karten von Wizards of the Coast dunkler. Ihr sagt Holo. Domme sagt Non-Holo. Also ohne Vergleich wirst du es nicht sehen, aber das Blau ist leicht anders. Und deswegen würden wir das andersrum machen und euch zeigen, würdet ihr wissen, ob es eine Holo wird oder nicht. Deswegen machen wir das off-cam und deswegen machen wir diesen Kartentrick. Benno, nett. Total die. Ja. Da ist es wieder. Immer noch. Eine ist noch dazwischen. Oh. Mhm. Okay. Unknown Age. Ja, aber der Start, aber hast ein paar schöne Light-Pokémon am Anfang noch gehabt. Hier, guck mal, Light Ninetales. Und zwei Inkognitos. Prime Sub wird auch nicht kommen. Schade. 27 zu 36 und noch 3 Holos. Hey. Mr. Git. Also kriegst du jetzt echt 4-1-0. Das. Kriegst du echt das letzte Pack? Ist Mr. Git da? Links. Auch non-sub. Mr. Git. Auch non-sub. Aber bei dir auch. Nee, bei dir ist das Sub. Frechheit. Warum schreibt er denn erst bei mir im Chat, wenn er bei dir den Sub hat? Bei dir einen Sub zu bekommen. So. Ja, Mr. G, warum schreibst du zuerst bei Trill, hä? Du bist offensichtlich eher Dalu-Viewer, aber schreibst bei mir zuerst, um deinen Non-Sub zu flexen, um es mir reinzureimen. Du scheiß Arschloch. Okay. Mr. G, lass dir nichts erzählen. Wir haben hier ein sehr schönes Pack für dich. Ja, schreib einfach Job. Er bestätigt einfach. Er hat es wirklich extra. Ja, guck mal, kriegst direkt eine Trainer reingedrückt von Alu. Pokémon Personality Test. Sergeant Yolomax Swag hat bei dir gesubbt. Geil, nee. Nee. Hat ein Abo verschenkt. Ja, er will den Sub nicht mal bei mir. Er verschenkt ihn lieber. Unknown C. Ja, natürlich viel Glück jetzt, Mr. Git. Ja, viel Glück, Mr. Git. Ein Shancy. Oh, jetzt hat Mr. Git ein Abo aber geschenkt bekommen. Cyndaquil. Auch gut.
Mail from Bill. Oh, Bill hat schon ein paar gute Sachen geschickt in der Mail heute. Ein Slugman zum Beispiel. Lady Bar. Wir brauchen jetzt was Gutes. Wir brauchen was Gutes. Lady Bar und Lights und Flora gehen auch immer Hand in Hand. Wine up. Gasly. Okay, viel Glück, Mr. Git. Viel Glück, Mr. Git. Oh. Broken Ground Gym, Alter, es passt auch noch. Mr. Git. Ah, Mr. Git. Warum zeigst du das Leben da? Ich fand die gut. Ah. Sorry, Mr. Git. Ärgerlich. Ich glaube, wir haben aber... Ich glaube, wir haben vier oder fünf Rare-Trainerkarten haben wir jetzt. Nice, ja. Aber wir haben ja auch ein paar der Pokémon doppelt gehabt. Also wir hatten die XP, wir hatten den Tower. Du hattest dann diese komische Machine, Attack Machine oder so. Ja. So. Ich glaube, du hast echt Last Pack Magic hier. André R. Da müssen wir wieder gucken, wer das im Chat ist. Müssen verifizieren. Welcher André R. hat sich hier ein Pack geholt? Wo hat Dalu eigentlich die ganzen Trainerkarten her, die er beim Kartentrick reinschmuggelt? Das ist... So. Wo ist André? Hier. Ah ja, der hat auch direkt am Anfang geschrieben. Hyde WR. Nachname endet auf ER. Geil. Also Hyde WR, Nachname endet auf ER. Du hast die Wahl zwischen Celebi und Knocked Owl. Celebi, nein. Nein, warte, er hat noch nicht. Nee, er hat noch nicht. Er ist vom Stuhl gefallen. Hyde WR? Rechts. Nein, das ist doch rechts. Doch. Ja, rechts. Da wird das Celebi gedodged, okay. Ja, starke Entscheidung. Auch mal ja, okay. Auch mal einen Ballsy-Pick mir das, machen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das war gut. So, ganz viel Glück. Hyde WR. Hat sogar einen Abo-Status von mir. Wie viele Packs haben wir noch? Wir haben noch 3 Holos. Drei Holos und wir sind so bei 29 zu 36. Also noch 7 Packs danach. Ja, okay. Gleiches 50-50 dann vielleicht. Also der nutzt natürlich jetzt eine Holo. Vielleicht kriegen wir es hin wie beim letzten Mal. Da hatten wir am Ende bei den letzten beiden Picks noch eine Holo und eine Non-Holo. Dann könnten wir wieder so ein Duell machen. Das wäre natürlich auch spannend. So. 1, 2, 3. So, Hyde WR. AKA André, du startest mit Chansey, was erstmal gut ist für eine Ankommen, würde ich sagen. Die waren auch immer hintereinander geführt, oder? Chansey und Heracross. Aber oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, guck mal. Cyndaquil. Gutes Pack bisher. Sag. Cyndaquil, Mail from Bill. Schon wieder. Sag mal. Auch wie gerade. Oh nein. Aber Ladybar hatte zweimal nicht nein, gegönnt und hat einmal gegönnt. Also jetzt müsste es wieder gönnen eigentlich. Ja, genau. Ich hoffe. Hier, guck mal. Light Sun Flora zum Aufheitern. Ich hoffe, dass es gönnt. Swinup? Ich glaube. Ne, noch nicht. Das sind Gastly? Ja. Okay. So, Hyde WR. Viel Glück. Kommt da mal wieder eine Holo. Oh, Dark Oma Star. Ja. Nicht ganz so geil. Aber der Anfang war gut. Dafür hast du ein paar gute Ankommens wenigstens gehabt. Light Croconaw, du hast noch einen Starter bekommen. Du hast das Chansey gehabt. Also du hast 3 gute Commons und Uncommons immerhin gehabt. Und keine Trainer.
Mail from Bill. Mail from Bill hast du auch ist gehabt. Ist eine Trainerkarte. Okay. Also wir haben noch 3 Holos auf 7 Packs? 6 Packs? Auf 7 jetzt noch. Halt, wie er sagt, passt. Okay. Cookie MP3. War letzte Woche auch dabei. Letzten Monat. Ich sag immer letzte Woche. Cookie. Celebi oder Tyranitar? Ich glaube, jetzt ist Tyranitar Bait. Und das Celebi, was zweimal liegen gelassen wurde. Das sagst du jetzt, wo er schon rechts reingeschrieben hat. Warte, ich nehme es kurz raus, um das Tyranitar zu nehmen. Oh, jetzt kommen die ganzen Celebis. Dann wieder rein. Sonst kam ich nicht dran. Cookie, viel Glück. Langsam können wir wieder in Holo kommen. Okay. Cookie, drück den Daumen. So, da muss doch jetzt mal wieder was kommen. Jetzt haben wir echt eine Trockenphase gehabt. Unknown Z. Oh. Team Rockets Evil Deed. Togepi. Ja, schön. Das ist nice, das ist nice. Porygon. Mhm. Europe. Ja, da sind wir wieder zurück. Venonat. Venonat. Totodile. Das ist gut. Sunkern. Gleiger. Ah, es kommt aber dafür die letzte. Dafür muss einmal die letzte gleich schallern. Oh, T. Ja, aber da kein L mehr. Genug Karten für ein L. Komm. Unknown X. Unknown X. Dreimal inkognito wieder. Boah, ey. Also am Anfang haben wir direkt so viele Holos, so viele Banger-Holos. Und jetzt haben wir aber echt... Unknown X. Warte, was hast du noch? Du hast dreimal... Drei Unknown. Du hast immer einen Totodile. Ne, oder nur 2 Unknowns? Ne, waren 3. Hier ist auch noch eins. Ja. Togepi ist noch ganz gut, aber... Leider keine Holo. Wir haben noch... 3 Holos aus 6 Packs jetzt. Holy das ist shit. Immer 50-50 jetzt. Ja. Okay. Ab jetzt 50-50. Noch ein Shiny wäre geil. Wir sind bei 3 Shinies. Den will ich haben. Ich glaube, da kommt. Oh, ich habe 2. Also 3 Shinies meine ich. Da kommt kein Shiny mehr, aber wäre geil. Zickende Tide-Bombe. Die zickende Tide-Bombe. Ist die da? Let's go. Celebi links oder Celebi rechts? Der linke Stapel ist höher. Links, jawohl. Das lag da jetzt auch schon sehr lange. Das liegt das da. Ist, vielleicht ist das eine Zeit. Man hätte gerade nicht den Tyranitar-Bait nehmen sollen. So. 3 Holos haben wir noch. Langsam könnte mal wieder eins hier reinkommen. Ich finde, die gehen besser auf als die First Edition Base Sets, oder? Ja. Deutlich besser. So. Celebi Pack. Ab jetzt 50-50, ne? Ja, also hinten raus wird es nochmal richtig spannend hier. Togepi. Zum Starten. Guter Start. Scheiße. Energy Amplifier. Ah, aber guck mal. Houndour haben wir das auch noch nicht aufgehabt. So schon. Ändert natürlich an der letzten Karte nichts. Nee. Natürlich immer anders. Ja. So, jetzt noch das T und dann ist es die Guaranteed Holo. Growlithe vielleicht? Jawoll. Auch schön. Remoraidh gehört auch dazu. Oh nein. Es ist 50-50, du hast eine gute Chance. Wenn jetzt das Unknown. Hatten wir L oder T? L war das, ne? Das T muss noch kommen. Gott sei Dank. Slugma. Komm.
Ja, schön, Cyndaquil. Ich glaube, wir kommen jetzt zum hoffentlich Hit. Es ist ein Pokémon. Es ist eine Rare. Es ist das Light mit Shen. Drei Holos auf fünf Packs. Holy moly, was haben wir da gemischt? Ah, oh, unlucky. Ich guck mal trotzdem kurz durch. Ja. Und Cyndaquil. Cyndaquil ist gut. Light mit Champ ist natürlich auch jetzt nicht. Growlithe ist geil. Und Togepi. Nee, Hundemon und. Ja, ich finde es jetzt Hundo gar nicht. Und Togepi. Von den Normals. Also. Holo ist natürlich immer besser, aber es geht auch etwas schlechter noch. Guck mal, schade, aber das Togepi feiere ich. Ja, cool. Leg das Togepi nach vorne. Okay. So. Da ist nicht mehr viel drin, Dalu. Black Rabbit. Drei Packs, fünf Holos, drei, was? Nee, drei Holos, fünf Packs. Ist Black Rabbit da? Anwesend. Links oder rechts? Wir holen mal kurz hier. Jetzt sind wir hier auf der Celebi-Streak. Rechts. Muss er ran? Jetzt erst an das linke ran. Ja. Wir legen es mal kurz hier hoch. Okay. Ich glaube, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass wir am Ende ein Battle haben. Vielleicht sogar mit zwei Holos. Wir sollten sowieso, glaube ich, das zusammen Pack, aufmachen. Das Pack ist so perfekt aufgegangen. Das ist das bestgeöffnete Pack heute. Das ist eine Holo. Okay. Das ist so gut aufgegangen. Also jetzt fütterst du Black Rabbit so an. Das muss jetzt aber auch eine Holo sein. Bitte? Oh. Counter-Attack Claws. Was ist das denn? Hatten wir noch nicht gehabt. Das ist ein Zeichen. Ja. Dark Fortress. Einmal gehabt. Dark Excador. Ja, immerhin. Da war der Radio Tower drin übrigens, ne? In. Wo? Was? Ja. Ja. Unknown L. Growlithe. Jetzt gleich kommt noch Unknown T. Lennart, ich brauche kurz deine Hilfe. Ja. Du musst mit der Maus den Timer, oh nein. Den Timer stoppen. Aber das ist ja nicht die Maus, das ist der Monitor. Nein. Your monitor is about to turn off. Press OK. Aber wie? Das hat keinen Touch. Hat der Touch? Nein, hat er nicht. Muss irgendwo ein Button sein. Und wir haben noch 38 Sekunden für das Pack, dann sind wir weg. Marie. Bremorite. Dark Octillery. Ist schon soweit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, eine ist noch dazwischen. Gucken. Hitmonchan. Du hast das T und L leider nicht. Drei Holos auf fünf Packs. Ja. Die Chance ist hoch. Und Dalu hat fett angekündigt. Unknown W. Das ist aber kein W. Alter, vier Packs, drei Holos. What the hell? Haben wir alle Unknown Rares gezogen? Wir haben ein X. Was waren denn die andere Rare? Wir hatten X als Rare, was war denn noch Rare? Ich glaube, wir hatten zwei Rares, wir hatten zwei Unknown Rares bekommen. Hundertprozentig. Und das ist das dritte. Wir hatten zweimal X auf jeden Fall. Black Rabbit, es tut mir leid. Er hat geschrieben, wenigstens das Fucano. Das ist ja auch schön. Und Dalu hat dein Pack gut aufgemacht. Das Pack ist das Beste, also wirklich. Okay, so, wir haben noch vier Leute hier drin, inklusive Dalu. Wir haben noch drei Holos, wenn wir nicht eine Aerobox haben. Du weißt genau, wer die Non-Holo kriegt. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir schicken dich am Ende ins Battle rein. Bitte nicht Dalu. Oh, ich dachte schon, Delirious. Du hast eine Chance von 1 zu 4, eine Non-Holo zu bekommen und 3 von 4, eine Holo. Oh, die Chancen stehen immer jetzt besser. Jetzt pick das richtige Celebi. Wo ist er? Delirious. Wo ist er? Es waren doch bis dato alle da. Boah, schreiben so viele. Da, links bitte. Ja. Sehr gut. Delirious, viel Glück. Ich tank die Non-Holo für euch, wer auch immer noch im Pod ist. Also das muss doch jetzt eine Holo sein. Wie viele Karten waren das jetzt in Folge ohne Holo?
Wie viele Packs? Guck mal, Dalu hat ja gerade gesagt, der macht das Pack gut auf. Guck mal, was ich hier für dich zauber jetzt. Ja, der hat gleich zwei Packs. Guck mal, so ist doch viel besser. Wenn du die so rausziehen kannst. Manchmal geht das nicht. Ja, ja, stimmt. Manchmal geht der direkt nach unten. So, Delirious, guck mal hier. Das ist doch ein Zeichen. Okay. Delirious, jetzt aber auch mal die Holo. Drei. Oh Gott. Ich habe leider erstmal schlechte Nachrichten. Ich hoffe, man kann es sehen. Die hat da irgendwie, da war der Drucker alle. Sieht man das? Das Stau. Nee, es ist leider wirklich kein Stau. Kannst du nicht deinen Edding-Trick machen? Aber wir starten mit einer Karte, die heute schon Glück gebracht hat. Magnifier. Jawohl, guck mal. Das ist schon mal geil. Also davon hatten wir auch echt zu wenig. Light Vaporeon. Kostet 80 in einer 9. Hatten wir aber auch schon in Kombination mit dem Golduck, glaube ich. Ja, und auch mit einem Magnifier, glaube ich. Lavita auch gut. Na komm. Dafür startest du gut rein. Bill, ja, sehr gut startet er rein. Bill schickt auch wieder was rum. Job. Svenup. Light Sunflora. Oh, dann kommt jetzt Ladybar. Nee. Oh, das ist ein Zeichen. Gastly. Ladybar ist nicht dabei, es weint nicht. So. Weil jetzt was kommt. Ist das endlich eine Holo oder haben wir echt die letzten drei mit Holo-Hits hier noch? Viel Glück. Delirious. Oh mein Gott. Ich weiß, was es ist. Es ist Holo. Es ist eine Holo. Es ist eine Holo. Aber was war dein Call mit? Du weißt, was es ist? Ich dachte, es wird hier Dark Tyranitar. Dachte ich. Du hast aber ein Swirl. Ey, ist ein Holo. Haben wir die auf der Liste, die Energie? 150 in der 9, PSA 10 haben wir nicht gefunden. Ja. Aber, Vorsicht, ich will die kurz ja, ich wollte mal kurz zeigen. Die hat auch nicht eine einzige Printline, wenn ich das richtig sehe. Also, Holo-Pattern ist sehr nice auf den Karten. Die Holos sind echt insane. Schon mal gut weggetan. Und wie gesagt, hier oben mit dem Ding, ne, ein bisschen Edding, dann ist das auch wieder weg. Aber es ist eine Holo. So, das heißt. Drei Packs, zwei Holos. Drei Packs, zwei Holos. Einer zieht noch die Niete. Und das werde ich so. Ey, wenn du das wieder was. Also, Dalu hat letzte Woche wirklich. Wieder letzte Woche. Letzten Monat wirklich, glaube ich, das schlechteste Pack gehabt, leider. So, die beiden Leute, die übrig bleiben, gehen am Ende ins One-on-One. Ich hoffe, du bist noch dabei. Ich hoffe, ich bin im Finale. Stefan B. Oh mein Gott, Dalu ist im Stefan B. war gerade bei mir im Chat. Ich weiß nicht, ob der wieder da ist. Er hat gesagt, er ist Stefan B. muss kurz auf Carmen gezogen wird. Vielleicht ist er wieder da. Ja. Hab auch eine. Hab den Nickname auch. Also, wenn ich ihn lese, dann weiß ich auch, wer es ist. Okay. Ist Stefan schon wieder da? Seime. Seime 96. Muss es sein, ja. Ist noch nicht zurück. Was machen wir dann? Ja, was pickt so ein Stefan B. jetzt? Ja, also offensichtlich würde ich das Tyranitar picken. Ja, hätte ich auch also genommen. Das wäre der. Aber warten kurz wäre ja auch blöd, weil wir dann die anderen Packs nehmen. Ist ja alles doof. Also Chat entscheidet. Ich glaube, er vertraut mir. Also wenn Stefan einfach geht, dann er muss auf seine Nichten aufpassen. Also das war schon seriöser. Hat er geschrieben, also ja. der geht. Okay. Er hat gesagt, wenn Stefan B. kommt, das bin ich. Ich muss aber leider kurz weg. Ja, dann hätte er noch mal sagen sollen, was für ob ja, links oder rechts. Hätte er noch sagen sollen, ja. Ja, aber ich glaube, Stefan vertraut. Er kommt aus deinem Chat, okay. Ja. Also entweder schickt dich Dalu jetzt zum Teufel oder Stefan, trust. Wirklich. Stefan, es ist Tyranitar. Das ist safe. Stefan, glaub mir. Wenn ich sonst noch was hab, können wir immer noch tauschen. Er schreit in Caps Lock rechts rein. Niemals. Nein, hat er nicht gemacht. Okay. Hey, nein, ey. Ich habe ja noch nichts gesehen. Ja noch ja. Letztes Mal habe ich auch für jemanden falsch entschieden und es war ein Holo. Okay. Da war Bisaflor drin. Ich glaube nicht, dass er so sauer sein wird.
70 Euro nach 9. Unknown Kuh? Hatten wir Kuh schon? Nee. Echt? Aber hatten wir auch schon die Counter der Claw? Ja, hatten wir gerade. Ja, ich weiß, habe ich auch nicht so. Das war dann leider Trash. Execute. Glieger. Bleiger. Ich warte die ganze Zeit, dass er kommt. Ich gucke auch die ganze Zeit. Ich hoffe einfach, dass er sich, wenn er das irgendwann später sieht, dass er sich freut. Deswegen hoffe ich auf einen Knaller. Sunkern und Totodile. Mantoin. Pineco. Ja. Ist schon soweit, ne? Jawohl! Ja! Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Karte. Weil das Pokémon so klein ist und du hast so viel Holo-Folie. Die hätte ich auch genommen. Ja, die Holos sind insane. Ja. Also die Holo-Foils. Ja, komm mal gucken. Light Toggetic. Oh, 320 Euro in einer 9. Zuletzt in einer 10 verkauft für 1500. Und ich sag doch Trust. Müssen wir aber nicht ausfüllen lassen. Centering ist sogar auch gut. Oh, die sieht gut aus. Unten links hast du vielleicht einen, ja, unten links hast du einen weißen Spot, oben rechts auch. Hab ich aber trotzdem richtig entschieden. Ja. Ich tank jetzt bei dem 50-50 die falsche Karte. Zwei Packs, eine Holo. Okay, pass auf, Lennart, du ziehst jetzt ein. Ja. Die Person, die gezogen wird, entscheidet, welches Pack. Yes. Und der andere nimmt dann das letzte offensichtlich. Ist richtig, dass nur noch zwei sind, ne? Müssen zwei sein. Ja. So, ich ziehe. Dalukart. Ich nehme das letzte Pack gegen. Marsek. So, du durftest aussuchen. Dann nimmst du aber sein, weil ich öffne meins. Ja? Ja. Oder willst du Marsek entscheiden lassen, welches er will? Ja, Marsek, du suchst aus. Komm, dann. Wenn du da bist. Du suchst aus, welches Pack. Ich sag, ich habe auch schon eins, welches ich genommen hätte. Ja, ich weiß auch, welches ich genommen hätte. Aber Marsek sucht aus. Ist er da? Eins gegen Dalu. Oh mein Gott. Ich hoffe, er gewinnt. Also ehrlich. Marsek sagt, ich entscheide. Ja. Ich hätte links genommen, ich nehme rechts. Also das ist dreist. Also das ist dreist jetzt. Okay. Marsek, ich mach für dich auf. Wir machen zusammen auf wieder, ne? Okay, also Toggetick gegen Celebi bei Dalu. Oder? So. Okay. Einer wird ein Holo bekommen. Und der andere ein Radio Tower. Was denn? Ich habe schon ein bisschen reingekeckert. Nee, kann ich auch noch retten. Ja. Zack, zack. Ich guck beim Kartentrick nicht hin. Hast du bei dir geguckt? Ich achte nicht drauf. Also ich guck nur, dass ich die Karten richtig drunter liege. Okay, one on one. So, ich für Marsek. Viel Glück. Marsek, viel Glück. Okay, Scyther. Die werden natürlich gleich auch gesleeved, keine Sorge. Light Slowbro. Light Venomoth. Oh, Dark Wiggly Tough. Das Energiestadium. Stadium. Mantine. Girafarig. Pineco. Panfi. Also Fun. Würde ich gerne tauschen mit dir, weil dann habe ich beide. Ja, also wenn ich auch das Mareep noch ziehe, gebe ich das auch gern ab. Oh, ich habe das T. Ich habe ein V. Was willst du denn mit deinem V da? V wie Victory. Geh mal weg mit deinem V da. T wie Trainerkarte. Ratidi.
Growlithe. Oh, guck mal, hier noch mehr Trainerkarten. Und wenn das das L ist. Wo oh mein Gott, Nalu. Ist das Ende jetzt? Ich habe die T. Jetzt? Nee. Okay, noch einer. Ich habe aber die T- und L-Kombination hier für Marsek. Das ist ja nix. Machen wir zeitgleich? Ja. Okay. Ist bereit? Viel Glück an euch beide. Eins, zwei. Light up to Meryl für Marsek. GZ. Also wirklich GZ. GZ. Hast du sogar ein Swirl auf der Holo? Zentrierung ist auch sehr gut. Rückseite ist auch gut. Unten rechts hast du leider etwas weiter. Zeig mal von vorne. Azumarill wurde heute auch schon mal gecallt, als Holo die noch fehlte. Sieht doch schön aus. Cool. Okay, pass auf. Du brauchtest noch die hier, ne? Panpi brauchte ich noch, dann ja. Nimm die gerne. Dann kannst du mal gucken, was dir noch, also ob ich irgendwas habe. Du hast aber das Fukano so nicht gezogen, ne? Ne, Fukano habe ich nicht. Hatte irgendeiner Light Vulnona? Ja, ne? Ich hatte es nicht, glaube ich. Ist irgendeiner, der ein Pack hatte, der Light Vulnona hatte und noch Vulpix braucht? Einer, der vielleicht keine gute letzte Karte oder so hatte, würde ich auch noch abgeben. Ich hätte auch links genommen. Also links wäre auch mein way to go gewesen. Aber dann haben wir 12 Holos gehabt. Also es ging extrem krass los. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es overall eine mega starke Box war. Ich muss noch mal ein paar Sleeves von der klauen. Ja. Wir hatten 3 Shinies oder 3 Shinings. Noct Owl hatten wir. Wir hatten Steelix und Kabutops. Kabutops finde ich die coolste. Wir hatten direkt am Anfang das Dark Espeon und das Dark Gengar, die beide extrem krass sind. Leider kein Glurak, leider nicht das Celebi, aber dass wir überhaupt 3 Shinings gezogen haben, ist glaube ich schon mal nicht garantiert. Ja, das war schon stark. Das war sehr. Das war eine sehr, sehr gute Box und die Karten sehen auch, also die Holos sind alle 10 von 10. Und schön, dass zum Ende auch wieder eine Holo noch drin war. Das war am Ende nochmal spannend. Das war ja 3 Holos auf 4 Packs. Das war ja nochmal richtig nice. So. Okay, wir machen für euch auch eben fertig. Wir sind aber noch lange nicht fertig, weil wir haben jetzt gleich noch eine Verlosung. Werden aber, glaube ich, vorher kurz. Ja, dann announcen wir vielleicht erstmal in 2 Minuten. Ja, wir machen uns überbrücken noch kurz. Ja, wir machen am Ende natürlich noch das Giveaway für euch, aber wir announcen jetzt in 2-3 Minuten die nächste Box. Okay, aber bevor wir das Giveaway starten, ganz kurz, sind noch Leute gerade im Chat, die Packs bekommen haben und vielleicht für eine Kombination mit ihren Karten, die sie bekommen haben, eine davon gebrauchen könnten. Also vielleicht hier, wir hatten ja Kokowai, vielleicht braucht wir Kokowai, wir hatten ja auch das Dragonir und das Dragoran, vielleicht auch noch ein Dratini dazu oder ein Jurob jemand, der, also Jurob war auch dabei, der einen Yugong vielleicht noch braucht. Würde ich euch dann noch dazulegen. Wir haben ja die Namen im Blick. Warte, wir können ja schon mal. Du kannst dir erstmal eine raussuchen für das Funpi. Also, wenn irgendeiner noch irgendwas vervollständigen möchte oder so. Darf ich nochmal durchgucken? Ja. Dann werden wir hier auch tauschen. Sir Quappo braucht Yugong. Dann legen wir das Sir Quappo dazu. Geht an dich raus, Sir Quappo. Ja, da müssen wir nur irgendwie. Nein, Meister Funhaus braucht. Meister Funhaus, ich glaube, du hattest aber eh einen fetten Hit, richtig? Da kriegst du nichts mehr. Nein, ich meine, Meister, wenn jetzt beide das Yugong brauchen, ich habe nur eins. Für wen war das? Ich mache einen Zettel. Für Sir Quappo. Was wäre, Lennart, würdest du das Panfi gegen Light Yugong tauschen? Ja. Ja, dann hast du auch eins. dann kriegst du das andere, was ich gerade ertausche. Ja, warte, wir müssen hier aber das irgendwie tracken. Also Sir Quappo. Und Meister Funhaus auch. Der kriegt jetzt deins, was ich mir ertauscht habe. Ja. Dratini an Speedheinz. Ich brauche noch mal hier ein paar Zettels. Dratini an Speedheinz. Ja. Orochi, ich habe versucht, ein Voltilam für dich zu bekommen. Ich hatte keins. Ich hätte das gerne gegeben. Ja, und das ist deins. Okay. Das hat sich noch keiner gemeldet sonst. Ich habe
Okay. Ja, ich habe kein Voltilam gezogen. Cookie schreibt, könnte ich Venomoth für meinen Blutzug bekommen? Na klar, Cookie. Venno, für wen? Für Cookie MP3 bei dir. Cookie. Moment, das Execute noch. Wer wollte das Execute haben, Zeitstau? War das Black Rabbit? Auch als erstes geschrieben, sonst gilt das natürlich Black Rabbit. Oh Gott. Und Black Rabbit hier auch noch. Black Rabbit noch drauf. Mit V und sowas. Ja, das ist mit B, L, V, C, K, R, V, B, B, I, T. Also schreib einfach Black Rabbit. Das wird ja... Schön. Ja, dann konnte ich wenigstens noch wem eine Freude machen. Geilo. Okay, sind wir... Ich glaube, wir sind gleich ready. Aber dann erstmal... Ich hoffe, ihr hattet heute natürlich auch wieder Spaß zum Zusehen. Oder beim Zusein. Danke, dass ihr auch wieder gekommen seid. Ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ja, Leute hier vor Ort, ne? Wem haben wir was Fettes gezogen? Haben wir irgendwem was Fettes gezogen? Ah ja, Shining Kabutops war natürlich ein mega, mega geiler Pull. Echt? Espion und ja, Gengar war auch hier, okay. Wer hätte Gengar bekommen? Ja, ne? Ja, geil. Ja, okay, also, das ist... Paar der besten Hits auch hier für die Leute, die vor Ort gekommen sind. Da auch nochmal die Info. Ah, ich wollte es eigentlich am Anfang sagen. Aber erstmal, wann machen wir überhaupt die nächste Box auf? Wir machen die nächste Box auf. Könnt euch schon mal in euren Kalender eintragen. Am 28. Januar, auch wieder um 14 Uhr. Also die Uhrzeit bleibt immer gleich. 14 Uhr, 28. Januar, der Sonntag, wird das wieder sein. Da machen wir die nächste Box auf, die wir gleich announcen werden. Wenn ihr euch da ein Pack sichern wollt, könnt ihr schon mal auf die Seite der Card Buddies gehen. Ausrufezeichen Card Buddies. Unter der Rubrik Events findet ihr das. Hm? Okay. Ja. Das ist. Ja, wir gucken mal. Vielleicht einmal per mitgeben. Haben wir. Ist jetzt live. Ist jetzt live. Ich hoffe, ihr könnt es auch kurz im Stream zeigen. Es geht auf. Oh, was öffnen wir? Am 28. Januar. 28. Es geht auf. Ich hab die Maus. Es geht auf für Dalu die Legendary Collection. Oha. Legendary Collection. Das beste Set überhaupt. Ihr erkennt viele Karten hier wieder. Was man hier auf der Seite nicht sieht, ist, dass wir hier die Firework Reverse Holos quasi haben. Also wir haben hier das Glurak, wir haben das Dark Blastoise, das Dark Raichu aus Rocket, Dark Dragonite und wir können die Karten nicht nur in der normalen Holo-Variante bekommen, sondern auch in den im Firework-Artwork. Ja, jedes Pack ist eine Reverse-Rare in Anführungsstrichen drin, die als Firework-Rare zählt und das ist ein ganz besonderer Effekt, den es, glaube ich, bis dato auch nur einmal gab, weil es das Abschlussset von Wizards of the Coast war und die sind so schön. Also die Firework-Rares, finde ich, sind der Oberhammer. Das ist ein sehr geiles Set. Jedes Pack hat somit einen Hit. Ja, also jede Firework Rare ist geil. Hast immer eine Holo. Selbst Bill. Firework Rare Bill. Boah. Also da kann man sich auch über eine Trainer mal freuen. Okay, ich minimiere mal wieder. So, die sollten jetzt wieder live sein, die Packs. Da nochmal ganz wichtig. Ihr könnt auch da wieder 5% sparen mit dem Code DALUCARD oder dem Code TRELUX. Das sind... um die, was sind das, 45 Euro Rabatt, also nutzt die auch gerne. Und ja, das ist Dalus absolutes Lieblingsset. Die Box sieht auch insane gut aus, also das tut auch ein bisschen weh, die aufzumachen. Das war heute First Edition Neo Destiny und da dachten wir, wir beenden dieses Jahr mit einem fetten Banger. Das war First Neo Destiny und Start nächstes Jahr mit einem fetten Banger. Und das wird die Legendary Collection sein. Und... Wie viele Packs habt ihr? Ich schenke Dalu wie immer ein Pack. Ein Pack habe ich auch. Und der Rest, Dalu will sich auch noch eins holen. Und der Rest, ja, geht hoffentlich an euch raus. Und dann sehen wir uns am 28. Januar um 14 Uhr wieder hier. Ich glaube, neben Skyridge die fetteste Box. Also für mich ist Skyridge noch geiler. Ja, aber ikonisch gesehen, also so Skyridge ist fetter. Aber ich glaube, so vom, das ist der Abschluss von Wizards of the Coast. Ich finde, das ist das beste Set. Genau, und weil es gerade jemand schreibt. Und denkt dran, wenn ihr bestellt, schreibt euren Twitch-Namen mit dazu, damit wir euch zuordnen können. Wenn ihr schon bestellt habt und habt keinen Namen dazu geschrieben, schreibt noch eine E-Mail oder über Support-Ticket den Card-Buddies, dann könnt ihr sagen, hallo, ich bin Roman R. Auf Twitch heiße ich
Bubble is live bitte fürs Opening vermerken, weil dann können wir das leichter zuordnen, wer ihr seid. Ganz kurz, das Giveaway, weil bei mir wird schon gespammt, ich weiß nicht, ob es offen ist. Ansonsten, Mods, macht das zweite Giveaway ruhig auch auf. Ne? Also mit Ausrufezeichen Card Buddies, um sich einzutragen. Macht es ruhig schon offen, wir lösen es dann gleich auf. Bei Lennart warten wir noch kurz auf die Bestätigung. Genau. Und in der Zeit hier an die Leute, die noch hier im Raum sitzen, braucht von euch einer noch was von meinen Karten? Genau, Dalu macht noch mal eine Runde. Ich hoffe, Gwen ist auch da. Ah ne, Gwen bereitet es gerade vor. Denn hier geht noch mal eine Top-Trainer-Box raus. Eine im Chat von Dalu, eine bei mir. Sobald das bei Gwen fertig ist, könnt ihr das auch bei mir machen. Ausrufezeichen Card Buddies. Ihr könntet auch in beiden Chats reingehen und euch ein Losticket sichern. Und dann ziehen wir gleich für Dalus Chat einen Gewinner und für meinen Chat einen Gewinner. Ich glaube, Gwen ist gerade bei mir noch dran. Oder Gwen ist noch nicht da? Kilian kann schreiben, ist Gwen noch nicht da oder sucht Gwen noch den Command? Oh, ich glaube, Gwen ist bei mir noch nicht da gewesen. Schon wieder. Weiß ich nicht. Schon wieder Mittagspause. Gwen ist mit dem Hund, kein Plan, ob die wieder Reh ist. Oh nein. So Notfall los ist dann später. Jetzt, Gwen ist da. Gwen. Und Feuer, oh mein Gott, Gwen, danke. Okay, Gwen ist wieder zurück, bei mir geht's jetzt auch los. Dank den Card Buddies geht nochmal eine 151 Top Trainer Box bei mir und bei Dalu raus. Und hier vor Ort verlosen wir auch noch eine? Sascha, geht hier auch nochmal eine raus? Oder? Wir hatten hier für hier zwei bei Dalu, zwei bei mir, ne? Ja, okay, perfekt. Okay. So, und schaut natürlich auch so mal bei den Card Buddies gerne vorbei. Da könnt ihr schauen, ob ihr euch dann bei Legendary Collection reinmacht oder auch einfach mal was Aktuelles holt. Es gibt Magic the Gathering, wir haben Yu-Gi-Oh!, wir haben Lorcana, wo wir fett drin sind. Wir haben natürlich auch Pokémon, die aktuellen Sachen. Ihr habt Sammelkartenzubehör. Wo ist denn? Oh, kannst du mir mal meine Tüte geben? Ja. Meine Wizards-Tüte. Dann versuche ich meine Box mal hier wieder schön einzupacken. Vorsicht. Ja genau, vergesst den Code nicht, weil das macht Legendary ist natürlich eine, neben Skywitch, die mit Abstand teuerste Box. Okay, genau. Sascha sagt gerade auch, wenn jemand das vergessen haben sollte, den Code zu nehmen bei der Bestellung, könnt ihr euch auch per Mail nochmal melden, dann wird das erstattet. Also wenn jetzt einer den Vollpreis bezahlt haben sollte, könnt ihr euch per Mail melden, dann kriegt ihr das zurückerstattet. Sascha, kannst du die noch dazulegen? Manche Leute kriegen noch eine Karte extra von mir. Alles die jetzt im Chat waren, aber. Ja, das sind alles Leute, genau, ja. Also ich sag mal so, es gehen schon mal ein paar Packs weg. Also es sind nicht mehr viele da. Holy shit. Oha. Ich brauch doch auch noch eins. Oh Gott. Also, aber es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir angefangen? 14 Uhr? Ja, 3 Stunden. Ja, aber ich finde. War ungefähr letzte Mal ähnlich. Ja. Also vielen, vielen Dank wieder mal an alle Leute im Chat zu Hause, alle, die bei den Packs mit dabei waren. Es war jeder wieder da, ne? Wir hatten kein Pack. Einfach, ja. Also die eine Person, die bei mir AFK war, war ja trotzdem vorher da gewesen. Ja. Auch danke an die Leute, die hier waren. Ja, vielen, danke vielen euch nochmal fürs Vorbeikommen. Danke. Danke an die Card Buddies, dass wir das hier wieder so machen konnten. Und danke an die Mods in den jeweiligen Chats, die hier das Ganze wieder machen. Ich glaube, bei mir könnt ihr das Giveaway gerne schon auflösen. Bei Lennart läuft es ja noch ein bisschen, weil es gerade erst gestartet ist. Ja. Also gerne auch schon mal hier den Gewinner announcen und dann auch wieder den Namen bitte aufschreiben an die Mods, dann können wir uns später melden. Wer hat denn das zweite gewonnen? Davnin oder Davni NC oder Dawning. Dawning könnte es auch sein. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, er ist auch da. GZ auf jeden Fall schon mal. Okay. Schreiben wir uns auf. Wir schreiben dich später an. Dann kommt es dazu. Chris auch eine Karte mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Er hat geil geschrieben. Guck mal, freut sich doch. Ist geil. Wir sind ausverkauft. Ey, das ist doch geisteskrank, ey. Ja. Legendary Collection. Alle Packs für den Moment weg. Wir hatten jetzt bei First Edition New Destiny auch 2 Rückläufer. Aber wir können ja auch sagen, dass wir so eine Handvoll Packs ja zurückgelegt haben, ne? Ja. Ja,
Also zu kaufen gab es nicht diesmal 36, sondern um circa 28 oder so. Genau, stimmt. Das wollte ich eigentlich wollen wir eigentlich am Anfang erzählen. Weil das hatten wir ja letztens auch schon, glaube ich, angequatscht, dass wir auch gucken wollen, ob wir ein paar Streamer mal mit reinholen. Die haben, deswegen haben wir gesagt, wir halten 10 Packs zurück. Die sind weniger als 10 gewesen sogar nur. Ich glaube, wir haben nur 9 und unsere beiden sind schon weg. Wir haben nur 7 Packs zurückgehalten. Genau, deswegen, weil das natürlich dann auch zum Zusehen ganz cool ist, wenn ein paar Streamer, die man so kennt, vielleicht auch ein Pack haben. Sollten wir nicht die Anzahl Streamer finden, ja, wir sich ein Pack holen. Wir geben denen aber auch nicht so viel Zeit. Also es kann sein, dass relativ schnell die Packs dann wieder reinkommen. Sind dann aber auch nur 5 Stück circa. Ja, also im Fall der Fälle sind die dann wieder online. Also das Video hier von dem Unboxing, vielleicht seht ihr das jetzt gerade, kommt er am Samstag, dem 23. hatten wir geplant. Dann könnt ihr nochmal auf die Seite schauen, ob da welche online sind. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Jahr. 28. Januar, 14 Uhr. Geiler Tag. Hat sehr viel Bock gemacht. Und sehr schöne Karten rausbekommen. Gewinner ist schon raus, Leute. Wer hat denn gewonnen bei mir? Deluxe. Müssen wir mal schauen, wer bei mir gewonnen hat. Es wird schon GZ geschrieben. Standby. Ich würde sagen, Standby steht da. Standby gewinnt die zweite 151 Top-Trainer-Box. Und bei dir war's? Vielleicht können das bei Dalu auch nochmal schreiben. Ich habe mir den Namen natürlich gemerkt. Ach nee, Dawning. Dawning, ja. Deswegen, ja, das INC am Ende, ja. Dawning hat bei mir gewonnen. GZ an beide. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Dawning wird's. Wir räumen jetzt wieder den Laden der Cardbuddies leer. Ja. Nehmen uns ein paar schöne Sachen mit. Sascha hat gesagt, zu Weihnachten können wir uns nochmal extra die Taschen voll machen. Wir haben große Kisten mitgenommen. Und dann machen wir jetzt die Pakete für euch soweit fertig. Ihr kriegt ja jeder, der ein Pack hatte, noch eine Autogrammkarte von Dalu mir mit. Mit den Leuten hier machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Ja, was? Also wollt ihr Fotos? Nee, die hauen jetzt alle ab. Die sind schon weg. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Und am 28. Januar geht's los mit Legendary Collection. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.